herzlich willkommen beim mittlerweile vierten Podcast. Und du kriegst dich auch schon nicht ein. Wunderbar. Heute als Gäste dabei, ja, könnt ihr euch eigentlich direkt mal selber vorstellen, würde ich sagen. Ich glaube eh hier zu viel. Ja, fang an. Ladies first. Ja, was soll ich jetzt sagen? Ich bin jetzt viel Energie. Und nein, ja, und also ich bin, was soll ich jetzt sagen? Wer du bist, dein Name. Ach, ja. Wir fangen vorne an. Wir brauchen heute auf jeden Fall so einen Lost-Counter, ja? Nein, bitte nicht, das ist so unangenehm. Ja, ich heiße Ozi Rahel. Und Izi spiele ich Maxi und Yafia, die Hexe. Die wir alle lieben. Ob das ja, so ist? Ja, und das war so mein Leben in 10 Minuten. Ach nee, 10 Sekunden. Und als zweiten Gast haben wir heute dabei. Je länger ich jetzt nichts sage, umso peinlicher wird das für dich, oder? Viking, kann das nö, für mich ist das nicht peinlich. Das ist Tiny Jester, kurz Tiny. Ich bin 23 Jahre alt, komme aus Hessen und spiele den lieben Alistair Ashfield auf The Western Hills. Schon der zweite Hesse in Folge, könnte man sagen. Was willst du machen? Ja, schlimm, aber ich spreche kein überall. Hessisch leider. Ist ja furchtbar, ne? Ich bin ja aufgewachsen, born and raised, aber ich spreche kein Wort Hessisch. Ja, ich vertrete Bayern. Ja, das ist ja sowieso noch schlimmer. Also bitte? Nein, gut. Genau. Wir fangen jetzt einfach mal direkt mit dem Fragenkatalog zur Person an. Genau. Wie heißt ihr außerhalb des RPs? Wie alt seid ihr? Woher kommt ihr? Was macht ihr arbeitstechnisch und was macht ihr außerhalb des RPs? Natürlich wieder auch vorab gesagt, die beiden müssen nur auf das antworten, wo sie Lust drauf haben. Das ist ja auch ein bisschen Privatsphäre, was so ein bisschen in die Privatsphäre reingeht. Genau. Go for it. Soll ich anfangen, oder was? Ich glaube, wir machen den Rhythmus, dass du anfängst und ich dann. Das ist dann halt nice hier. Nein. Warte mal, wo warst du? Also, vorgestellt habe ich mich ja schon. Ich heiße Rahel. Ich bin ganze 18 Jahre alt. Und ich bin OOC-Krankenschwester, oder zumindest mache ich da meine Lehre. Und ja, das ist sehr unterhaltsam. Genau. Und was war noch die Frage? Woher du so kommst, was du so Ach, machst. Ja. Was ich so mache, ja, was mache ich in meiner Freizeit? Also wenn ich nicht arbeite, dann bin ich im RP oder bin am Essen oder ja, das wäre so das Thema, denke ich. Ja, und was mache ich sonst so? Ja, beruflich habe ich schon gesagt, ja, ich glaube, ich habe alles beantwortet. Mhm. Schließt du dich auch in deine vier Wände ein, Tiny? So, bitte. Ja. Entschieden. Ich habe es schon gesagt, ich bin Tiny, 23 Jahre alt, Großraum in Hessen und ich bin gerade Student. Im viel zu hohen Semester studiere ich Jura und in meiner Freizeit mache ich eigentlich alles, was mit Immersion zu tun hat. Also ich irgendwelche Games, die mich gerade catchen, Serien und Filme vor allem. Ich bin ein großer Filmfan und aktuell schreibe ich sehr viel für so Worldbuilding, Pen and Paper, Dungeons & Dragons, alles drum und dran, gerade für mein eigenes Projekt. Das ist so aktuell alles, was meine begrenzte Zeit zulässt. Ansonsten, ich verdinge mich sehr gerne im Darstellen von Sachen und irgendwo sich irgendwo hinstellen, dass Leute einen sehen können. Also ich mache auch gerne Impro-Theater und sowas aktuell wieder. Also alles drum und dran in der Hinsicht. Ja, krass. Ohne das jetzt vorher abgesprochen zu haben natürlich, wo findet man das mit dem DLT? Schaut gerne mal im Discord auf meine Profilbeschreibung, da findet ihr einen Link, einen einfachen Invite-Link dahin. Tiny Theater ist mein Discord-Channel und darauf findet die Fantasy-Welt Fandrien statt. Ein Low-Fantasy, High-Magic, bisschen Steampunk, bisschen Cyberpunk sogar, alles drum und dran, D&D-Universum, wo hoffentlich, wenn sich meine Zeit endlich wieder zulässt und meine Situation wieder Adventure kommen und sich alle Leute
Chars machen können und einfach ein bisschen spielen können. Roleplay, aber anders, ein bisschen. Guck mal, war gar nicht so sehr cringe, oder? Und damit überhaupt keine Konkurrenz zu TDH, wollte ich nur kurz sagen. Es ist kein RP im klassischen Sinne. Es ist halt einfach Session für Session. Macht sich ein Charakter, spielt das Adventure mit und dann hat man ein bisschen Spaß. Genau. Ja, also D&D ist ein tolles Spiel, so ein Paper-based Roleplay. Dadurch lernt man unglaublich viel, was einem auch hier im normalen RP irgendwo weiterhelfen kann. Also normalen RP, einfach, wenn man es so nennen kann. Das ist im Grunde auch ein Medium für Roleplay. Ne? Das ist genauso wie Impro-Theater übrigens auch. Kann ich sehr empfehlen, wenn ihr irgendwo Impro-Theater habt in der Nähe, geht da hin. Das übt dieses spontane Reagieren auf Dinge. Sehr, sehr geil. Mhm. Gut, dann kriegen wir mal den Schwenk vom Persönlichen rüber zum Projekt, wo wir jetzt gerade drauf sind, auf The Western Hills. Seit wann seid ihr denn auf The Western Hills unterwegs? Tiny, ich gebe dir mal das Wort am Anfang. Ich mag das so zu switchen. Ja, ist eine gute Idee. Ist fies. Ich bin auf Western Hills seit diesem Februar. In einer Nacht- und Nebelaktion habe ich mich entschieden, das war irgendwie nachts um 3:30 oder so, meine Bewerbung zu schreiben. Da kam ich gerade aus einer Corona-Infektion und habe den Char runtergeschrieben, eingeschickt und innerhalb von einer halben Stunde oder so war die Antwort auch schon da. Ich war sehr überrascht, wie schnell das ging vom Support um diese Uhrzeit und seitdem bin ich hier stuck. Das kommt mir super bekannt vor, mitten in der Nacht irgendwie ein Konzept, also ein Char-Konzept reinreichen. War es bei dir auch Steven damals noch? Also, Ich weiß nicht mehr, wer mich angenommen hat. Ich hab leider. Ja, doch, tatsächlich, ja. Genau. Ja. Ja, so, aber wir genau das Gleiche. Ja. So ein bisschen wie wenn du eine Mail schreibst und dann kommt nur so ein Okay zurück. Okay, wie war das bei dir? Bei mir, da war das. Ich kam von einem anderen Projekt. Da war eben das Problem halt, dass es 1000 Wipes gab und es gab halt immer wieder Probleme und dann sind wir halt rübergegangen irgendwann hierher. Also ich wollte anfangs gar nicht erst mit, weil ich sehr, sehr ungern immer Server verlasse, wo ich mich eigentlich sehr lange eingespielt habe mit dem Team. Und dann bin ich eben mit Vito, die kennen ja wahrscheinlich die meisten von den Italienern, und den Sein bin ich dann hier gewechselt. Und ich habe damals, ich glaube, meine schriftliche Whitelist gemacht, aber keine Ahnung, wer sich angenommen hat. Ich glaube, Brooks damals noch. Keine Ahnung. Weiß ich nicht mehr. Ja, und das hat er viel gemacht. Ich bin seit letztes Jahr kurz nach Weihnachten da. Ja. Fast ein Jahr jetzt. Ja, witzig. Ich bin auch irgendwie den ersten oder zweiten Weihnachtstag draufgekommen, oder? Wir sind doch damals zusammen. Also wir haben uns dann 2 Tage danach in der Mine getroffen. Und hast du so gesagt, so ja, seit wann bist du da? Und ich habe gesagt, so ja, seit vorgestern. Und du meinst so, ja auch, seit vorgestern. Ja, witzig. Das hatte ich gar nicht mehr so auf dem Schirm. Das weiß ich doch, das vergesse ich nicht wieder. Das war richtig unangenehm. Ja, das kann gar nicht sein. Mit mir RP machen unangenehm. Ja, du warst dann auch der Dingens, der in der Mine war und die Axt geschwungen hat, bis du dann abgehoben wurdest und dann die Schaufel geschwungen habe, genau. Ja, genau. Die Schaufel, genau, warst du die Axt. Sehr schön. Du bist es ja gerade angegangen schon, die nächste Frage. Hast du vorher schon RP gemacht? Ja, du kamst von einem anderen Projekt mit rüber. Hast du davor auch noch irgendwie was in der RP-Szene gemacht oder D&D gespielt, irgendwas in der Richtung? Was ist da so dein Werdegang? Ich habe davor kein bisschen RP gespielt, ich bin dann auf diesen Server eingegangen, einfach nur aus Just for Fun. Weil das Lustige war, ich habe damals noch einen Boyfriend und der meinte so, ja, lass doch mal RP spielen. Und dann habe ich da angefangen zu spielen, ich habe mich erst gar nicht getraut, da reinzugehen. Ich hasse es, in meine Whitelist zu gehen, ganz furchtbar. Und dann bin ich dann doch irgendwie rein und dann hat es mir so viel Spaß gemacht, dass ich das dann richtig gespielt habe. Mein allererster Char war tatsächlich eine verrückte, mit einer gespaltenen Persönlichkeit, Kannibalin. Es war sehr lustige Unterhaltung. Es war Softcore-RP auf ganz üblem Niveau, aber scheiß drauf, es war der erste Char, den ich damals hatte. Und ja, das war halt kacke irgendwann mal und dann hat man sich etwa gammelt und dann hierher. Ja. Mhm. Der Ball fällt. Ach so, ist das in der Moderation?
Okay, ich war auch vorher schon auf einigen Projekten sogar. Ich war ein bisschen überrascht, dass ich das mal nachgezählt habe. Rückwärts sind 3 Stück. Es war Ende 2021 war ich auf einem Projekt namens No Man's Land, inzwischen leider geschlossen. Da habe ich RP gelernt. Da bin ich über einen Streamer draufgestoßen, einen, der da drauf war. Wurde sehr dankenswerterweise eingeführt von einer fantastischen Supporterin damals. Shaki, Liebe geht raus. Also, es war absolut fantastisch. Ich konnte da jede Frage stellen. Ich habe alles irgendwie mich einführen lassen in die Kunst des RPs so ein bisschen. Da habe ich Albert Aschenfels gespielt, einen Künstler, der dann dafür die Leute so Gemälde gemacht hat und Skizzen angefertigt hat und sowas. Und vor allem auch Gedichte vorgetragen hat. So, doppeldeutige Gedichte, die ganz, ganz wundervoll, ganz wundervoll viel zum Lachen gebracht haben auch. Neben auch ernsten Gedichten. Danach war ich parallel dazu auf Red Dust. Habe da Atticus Ashfield gespielt, das ist der kleine Bruder von Alistair. Ein auf gar keinen Fall Sektenführer, wer das sagt, wird freundlich darauf hingewiesen, dass er das nicht war. Er war aber eher Agnostiker, also er war eher Philosoph, anstatt christlich. Und hat dadurch versucht, irgendwas aufzubauen, ist dann leider unter grafen Umständen weggeknallt worden. So zeitweise zwischendurch war ich noch einige Monate auf Rising Land. Habe da auch Albert weitergeführt von No Man's Land damals. Den noch ein bisschen in eine Richtung getwistet, aber auch da hat sich das aufgrund meines RPs und auf meiner Zeitsituation mit der Zeit im Sande verlaufen. Ich habe einfach festgestellt, 2 Chars gleichzeitig zu spielen auf verschiedenen Projekten, das funktioniert gar nicht. Also das hat für mich zeitlich dann nicht mehr hingehauen. Ja, und jetzt bin ich hier. Ja, ich glaube, da kommt man dann auch sehr schnell durcheinander mit den Leuten, die man A, kennt und B, diese verschiedenen Handlungsstränge, denke ich mal auch. Ne? Nee, das war keine Verwirrung. Es war wortwörtlich einfach nur Zeit. Ich habe mit Atticus hatte ich plötzlich sehr viel zu tun. Oder ich hatte zumindest die Illusion, sehr viel zu tun zu haben, weil ich mir sehr viel zu tun gemacht habe. Ist ja auch so ein Ding. Und dementsprechend war für Albert weder Motivation noch Zeit da. Es war übersichtlich, aber man hat nur einen Abend und ich habe dann auch im Stream teilweise noch gesplittet und dann teilweise den Charakter, teilweise den anderen Charakter gespielt. Das lohnt sich halt auch gar nicht, weil dann sich die Viewer quasi resetten und dann die aus der einen alten Community irgendwie größtenteils keinen Bock mehr haben. Es war einfach nicht praktikabel mehr. Ich habe mich dann auf Atticus konzentriert, so lange bis er gekillt wurde und dann war erstmal Pause angesagt, die nicht sehr lange gehalten hat. Du kannst ja gleich einmal kurz hier in den Stream-Chat reinschreiben. Dann haben die Leute direkt eine Verlinkung zu deinem Twitch-Profil. Du streamst ja auch zwischendurch, wenn es halt zeitlich reinpasst. Genau. Bald auch sehr wieder häufig, hoffentlich häufiger. Also spätestens in einem Monat ungefähr geht's wieder los. Ich hoffe es. Rahel, du streamst, glaube ich, nicht, oder? Sonst. Nein, ich habe mal ganz, ganz früh gestreamt, aber das auf YouTube und vergessenbar. Das vergessen wir ganz schnell. Okay. Ihr nee, könnt da gerne mal vorbeischauen. Im Nein, das Skrillex war das damals noch. Natürlich war der NCS Dubstep Hitler im Grund. NCS ist Liebe, das ist unsere Generation, Alter. Ja, Mann. Das ist immer so furchtbar. Auch bei dir, das Stream, Dings da, die Musik ne, von deinem Stream ist doch auch von NCS. Fast ausschließlich, ja. Tiny, hast du vor dem Roleplay, was jetzt die Red Dead Community angeht, hast du da auch was anderes gemacht? Weil du ja eben schon sagtest, dass du D&D-Impro-Theater irgendwas gemacht hast. Kam alles danach. Ich habe davor nichts in Richtung gemacht. Ich habe nur RDO mit einem guten Freund gespielt. Und habe das Spiel halt lieben gelernt. Ich fand die Atmosphäre schon immer absolut krass und wie es bei mir häufig ist, ich hatte plötzlich so einen ganz random Gedanken, das ist, warte mal, ich habe doch mal gehört, es gab doch mal Roleplay, wäre doch eigentlich geil. Ich hatte eigentlich mal Bock drauf, ich stand jetzt schon länger nicht mehr auf einer Bühne und konnte irgendwas darstellen, deshalb hau ich da jetzt mal rein. Weil ich mochte das und habe dann den Stream gesehen, dann kam eins zum anderen und dann war ich gefangen, haha. Lost. Also Nummer 3 jetzt. Davor hatte ich gar nichts in der Richtung. Aber ich stand häufiger auf Bühnen. Ich habe. Die Frage kommt noch, oder? Weiß ich nicht. Was ist denn die Antwort? Das ist ein
Ereignis. Okay. Ich glaube, das kommt noch, da sage ich später noch was zu. Ich finde es im Podcast raus. Gut. Nächste Frage. Was hat euch beide so dazu veranlasst, zu sagen, okay, komm, wir bleiben jetzt hier auf dem Server und betreiben jetzt nicht irgendwie noch Server-Hopping, gehen woanders hin? Was hat euch dazu, oder was hat euch gecatcht, sozusagen hier zu bleiben bei uns? Rahel. Also wie gesagt, ich komme von dem ganz furchtbaren Projekt, wo ich mich anfangs zwar wohlgefühlt habe, aber dann irgendwann nicht mehr, eben weil dieser Server halt 1000 Wipes gemacht hat. Das innerhalb von einem Wochen. War furchtbar. Jeden Tag dann einen neuen Schaden zu fangen. Das nervt dann halt irgendwo dann auch schon. Und dann bin ich halt hierher gekommen und ich bin halt geblieben, weil der Server einfach besser war als andere. Einen anderen Grund habe ich jetzt nicht. Außer, dass das RP-Niveau eigentlich hier ganz schön ist. Ich habe zwar meine Differenzen manchmal mit ein paar Gesellen, aber es ist alles besser als dieser Server. Eigentlich und Differenzen, das heißt. Ja, das ist jetzt schon fies, ne? Sowohl mit dem Team, sowohl auch mit Spielern. Okay. Ich würde das mal so allgemein lassen. Mach mal Name-Dropping hier, wir müssen es genau wissen. Wie liest die Support-Tickets vor? Ich glaube, wenn dieser Supporter mit drin ist, der weiß ganz genau, weil ich bin so jemand, ich sag, wenn mir was nicht passt und ich sag das auch so, dass das die andere Person versteht und ich kann auch manchmal etwas unhöflich werden. Ich würde nicht sagen, dass ich frech bin, aber ich würde sagen, ich bin sehr direkt da manchmal. Und ja. Nein, Name-Dropping machen wir jetzt hier nicht. Jeder Supporter leitet, den ich dann anrufe. Nein, bitte nicht. Gottes Willen. Da bin ich nicht um. Gut. Tiny, wie schaut es bei dir aus? Überzeugt hat mich übrigens Taru, und zwar fast ausschließlich Taru. Wir hatten eines Tages auf Instagram geschrieben und so, ja, willst du nicht mal wieder und so. Und ich so, weiß ich nicht, Digga, muss das. Und er hat mich dann davon überzeugt, dass die Qualität halt sehr gut ist auf TBH. Und dass doch einige andere sind, die ich noch kannte von vorher. Und ich wollte es mal wieder ausprobieren. Ich wollte eigentlich mal so langsam reinstarten und ich habe festgestellt, dass Alistair sich sehr schnell entwickelt hat damals. Jetzt stagniert er wieder, so wie alle meine Chars, aber dazu kommen wir später auch noch. Das war Taru. Zu 99% liebe Bruder. Fergus. Dabei behalten, also ich wünschte, ich könnte sagen, weil alle Leute so toll sind und weil das Team so toll ist, das spielt mit Sicherheit eine Rolle. Auf jeden Fall ist das Team und die Leute nichts, was mich vom Projekt wegtreiben würde, aber die treibende Kraft, die mich dranhält, ist immer, dass ich das Gefühl habe, ich bin mit meinem Char noch nicht fertig. Also ich hätte vermutlich, wenn ich einen Char beendet habe, nicht die größten Probleme, mir auch eine andere Plattform dafür zu suchen und andere Projekte. Ich bin nicht so unglaublich OOC verbandelt in der Community, aber es ist immer so, mein vorheriger Char ist so unter so aus merkwürdigen Umständen gestorben und es ist einfach, wenn ich den Char noch nicht, wenn ich noch nicht da bin, wo ich hin wollte, ich will ja immer so ein bestimmtes Ziel, dass ich das entwickeln will, dann beiße ich mir so lange dann die Zähne aus, bis ich entweder die Zeit verliere, das Projekt geshutdownt wird oder ich halt wieder in so eine Stagnation gerate, aber bis dahin versuche ich es halt irgendwie in die Richtung zu entwickeln und ich bin noch lange nicht da, wo ich hin wollte. Sehr gute Antwort. Du hast es ja vorhin auch schon gesagt, dass du versucht hast, zwischendurch mal zwei Charaktere zu spielen, jetzt auf verschiedenen Projekten. Hm. Das heißt jetzt im Endeffekt, dass du hier auch nur einen Char spielst. Ja, also fokussiert schon. Ich habe jetzt schon 3 bis 4, je nachdem, ob man den einen mitzielt, Event-Chars gespielt zwischendurch. Also du kannst auch gerne schon mal ein bisschen so drauf eingehen, wen du überhaupt spielst, was du so machst, wenn du es möchtest. Ein bisschen so über den Background erzählen. Genau, also Fragen passen ja so überein. Okay, dann ich spiele ja gerade Alistair Ashfield, das ist ja der liebe Priester der Freikirche des Heiligen Lichts, der eigentlich eine ganz andere Stoßrichtung hatte. Der sollte eigentlich gar nicht so der super liebe Christ sein, ist er auch nicht, ehrlich gesagt. Er versteckt das nur hoffentlich ganz gut. Er ist da in Rhodes und hat sich so die Gemeinde so ein bisschen zu eigen gemacht, auch durch sehr viel Telling habe ich das einfach so ein bisschen an mich gerissen, so halb. Und ansonsten hatte ich halt noch vier Event-Chars. Einmal den Indianer-Häuptling aus dem Indianer-Event. Native, Entschuldigung, ich habe Indianer gesagt. Den Native-Häuptling aus dem Native-Event.
Ich hatte jetzt bei diesem Prison Break-Ding zwei Charakter und ich habe den Franzosen gespielt, der das Sammelkartenspiel eingeführt hat. Oh oui, wie hieß er denn nochmal? Leonid Lemaire, Entschuldigung. Habe ich beinahe vergessen. Oh, Frappé. Ich erinnere mich an den Clip. Frappé. Ja, genau. Aber Alistair ist natürlich der Hauptchar und wenn ich Zeit finde aktuell, dann ist er auf jeden Fall eher das. Ich habe gar keinen anderen, den ich aktiv bespiele. Mhm. Wir haben es ja eben schon mitgekriegt, Maxi und Jafia. Gegenspiel zu Ashfield. Erzähl mal drüber. Also ich könnte jetzt so ziemlich viel erzählen, ich halte es einfach mal gering. Also im Grunde ist halt, soll ich jetzt einfach mal einen Char vorstellen? Schon, ne? Ja, vier ist halt, ja, ich glaube, die meisten kennen sie so als die Hexe. Das ist so, ich glaube, der gängigste Spitzname für sie. Und zwar handelt es sich eigentlich nur um diese, also so rein Char-mäßig halt, dass sie halt, jetzt verwirrst du mich kurz, warte mal, sind wir jetzt schon bei den Chars so an sich? Ja, also die Frage ist, welchen Char spielst du oder welche Char spielst du? Was macht der? Wie heißt der? Und was magst du von dem so ein bisschen erzählen? Ach so, also mit Char-Hintergrund schon? Oder kommst du später? Ein bisschen. Okay. Also du musst nicht sehr in die Tiefe gehen, nicht, dass hier noch Meta oder sowas passiert. Ne? Nee, das ist... Tiny hat es ja gerade auch kurz gehalten, sozusagen, mit Ashfield. Ich dachte, wir gehen gleich nochmal ins Detail. So, ja, können wir auch nochmal reingehen. Gut, dann mache ich jetzt nur einen Kurzflug. Jafir ist halt eine Hexe, die unter besonderen Umständen eben zu diesem Glauben fand, zu diesem satanistischen Glauben. Und das hat auch Izzy jetzt sehr gut auslebt mittlerweile. Mit dem Kult zusammen. Ich glaube, das weiß auch mittlerweile schon jeder. Und mal sehen, was noch so passiert, IC. Vor allem, wo jetzt Halloween kommt. Halloween wird bestimmt spannend mit ihr. Das wird lustig. Und du spielst ja noch einen anderen Char? Ach so, ja, ich spiele noch Maxi. Das ist die etwas aggressive Frau von oben, die die Pferde Ranch führt von den CBJ Mining Corporation. Also wie heißt sie ganz genau? CBJ Horses heißt sie jetzt. Ich meine jetzt die Frau, die du spielst. Ja, jeder nennt mich ja Izzy no Maxi, das ist oben sein Verschulden. Eigentlich heißt mein Char Alejandra Juarez und ist eben Mexikanerin. Und ja, die ist schon ein wenig aggressiv. Zum Beispiel ist es sehr lustig zur Zeit, was so passiert mit ihr und mit Ohm. Beispielsweise, dass auch Ohm ihr Schutzgeld zahlen muss, sonst wird er regelmäßig verprügelt. Solche Dinge. Ist so unterhaltsam. Mhm. Beispielsweise auch eine ganz lustige Situation. Wir sind so mit einer Kundin, also die gerade ein Pferd kaufen wollte, in der Bank. Und dann sagt Ohm, das weiß der, dass das Maxi total nervt, wenn er sie Vibe nennt. Und das hat er eben gemacht. Und sie sagt noch so, Sie können Sie mal einen Schritt zurücktreten. Und dann holt sie das Messer raus und sticht oben einfach ab in der Bank. Also, was heißt abstechen, aber so einmal quer durchs Gesicht. Und seitdem trägt er eine Narbe, oder wie? Nein, er war nur beim Arzt. Das letzte Mal habe ich ihn niedergeschlagen für den Spruch. Und ich glaube, die Ärzte mittlerweile denken sich auch schon ihren Teil dazu. Harte Liebe. Mhm. Das ist Hass. Das ist einfach nur Hass. Straight up Hass. Aber es bindet. Ja. Liebe, ohne die Liebe. Das ist zum Beispiel das Lustige, so Ohm muss mir jeden Tag $50 zahlen, täglich. Ansonsten, geht es nicht so gut nett auf ihn aus. Interessant, auf jeden Fall, eure Beziehung. Ja. Ich würde sagen, ich mache gut Geld am Tag. $50, ja. Und welche Entwicklungen haben deine Chars so gemacht? Also du hast ja eben gesagt, also Jafia spielst du ja mittlerweile eigentlich, also so wie ich es mitbekomme, ausschließlich. Ist es richtig? Ich weiß es nicht.
Momentan spiele ich sie ziemlich viel, das stimmt schon. Aber ich bin auch wieder viel auf Maxi unterwegs, muss ich sagen. Also nicht so. Ich hatte ja früher nur Maxi und die war dann in der Mining Corporation und dann ist O'Brien gestorben und Maggie. Und dann haben wir das irgendwann aufgegeben nach diesem Schlag, weil das hat uns schon ziemlich alle sehr zerschlagen. Man merkt es auch in der Familie, die Familie zerfällt ziemlich. Dass sich jeder nur streitet und naja, es hat, seitdem O'Brien weg ist, ist das wirklich nicht mehr so schön wie damals. Aber, ne? Ja, alles wieder. Und jetzt macht sie halt eben ja das Übliche, ne? So Schwarzgeschäfte. Das ist ja ein Crime-Show. Eigentlich bin ich damals als Outlaw eingereist, aber daraus wurde die dann nie was. Deswegen ist sie jetzt einfach Crime-Law und gutes. Und Jafir eben, die war ja früher einfach nur eine zwiegespaltete Person, die eingereist ist. Man hat schon gemerkt, dass sie ein bisschen komisch ist, indem sie halt zum Beispiel angefangen hat, Tiere auf dem Friedhof zu verbrennen. Und dann auf einmal die ganzen Sheriffs vor Ein ihr standen. bisschen komisch. Ist nicht gerade üblich, ne? Kleiner Character-Quirk. Also, die ist ein bisschen seltsam. Also, Die hat letztes ja, Mal was Friedhof verbrannt. Die ist nicht ganz normal. das sieht doch mal. Und da halt solche Dinge, oder dass sie, wenn sie, dass sie Naturkundlerin ist, kann sie ja Leute heilen, hat sie dann Leute mit Kerzenwachs und irgendeine Beschwörungsformel dann wieder auf die Beine geholt. Und da standen auch Leute zwischen bei. Aber ich finde das eigentlich alles ganz normal und legitim, ne? Und dann hatte sie ja ihren Exorzismus und dann war sie eine Zeit lang ja nicht ganz normal, so was man halt unter normal versteht. Und jetzt ist sie halt wieder auf der schiefen Bahn unterwegs. Mittlerweile. Man konnte ja die Heilige Schrift einfach nicht schmackhaft machen, was soll ich sagen? Nee, du hast einfach nein, ne? So. Und deswegen habe ich euch beide auch hier reingeholt in diese Runde sozusagen, weil ihr eben dieses krasse Erlebnis hattet. Tiny, welche Entwicklung hat dein Char so gemacht und war dieser Exorzismus dann für dich auch wie sagt man das? Einschneid. Spotlight, ja, das ist es, so ein einschneidendes Erlebnis, so ein Spotlight-Moment. Ja, auf jeden Fall. Also das würde ich schon sagen. Meine Char-Entwicklungen sind so global gesehen immer relativ stabil, weil ich mir immer Chars aussuche, die von vornherein bereits so ein festes Bild haben, was sie in der Gesellschaft darstellen wollen, was sie für Aufgaben haben. Also die Aufgaben von Alistair sind von Anfang bis Ende eigentlich relativ konsequent. Seelsorge, Beichte, Predigten und so. Und viel von Gott reden halt, muss man sagen. Entwicklung in so höchstens insofern, aber die ist direkt am Anfang eingetreten, der war eigentlich anders geplant. Der Char, der sollte eigentlich viel direkter sein und viel, ja, auch mit Waffen, aufs Waffen keinen großen Hehl machen und so ein bisschen, wenn du Jesus liebst, hau ihm auf die Fresse, also jemand anderem. So sollte der eigentlich sein. Also der sollte eigentlich ein Gegenentwurf zu sein zu meinem vorherigen Char, zu Atticus, weil der war so ein sehr getragener Bildungsbürger irgendwie. Aber das ist trotzdem wieder so geraten. Ich fürchte, ich bin da wieder in meine eigene Furche gefahren. Der ist jetzt wieder so ein bisschen nicht mehr so ländlich, sondern er drückt sich wieder so gebildet aus. Er redet wieder so viel, was andere dann viel als Schwafeln irgendwie betiteln würden. Ich komme da irgendwie nicht so ganz raus. Das ist die einzige Entwicklung, die ich irgendwie verzeichnen würde. Abgesehen von dem Exorzismus, der war relativ einschneidend. Dafür muss ich auch sagen, so ein Exorzismus ist natürlich auch, da muss man sich einigen als RP-Partner, ne? Weil das ist eindeutig was Okkultes, ja. Und das ist auch eindeutig etwas, was eigentlich einen kleinen Fantasy-Aspekt hat, der manchen Leuten vielleicht nicht gefällt. Na gut, man kann immer sagen, auf IC-Logik-Basis ist das einfach eine Persönlichkeitsstörung, was wiederum regelwidrig wäre. Dementsprechend muss man da schon ein bisschen übereinkommen, dass das jetzt okay ist. Und ich fand das absolut okay, denn für mich ist der Anspruch an RP nicht absolute historische Akkuratesse, sondern quasi ein Westernfilm. Oder einfach ein geiler Film so. Und dementsprechend hat das super gepasst. Wir haben echt cooles RP darum gemacht. Maxi hat da viel angenommen. Ja, auch wenn es sich am Ende nicht so entwickelt hat, wie ich vielleicht gerne wollte. Für Alistair war das relativ einschneidend, weil ich habe das so gespielt, dass er dadurch auch an seine Grenzen gekommen ist. Weil er quasi ja mit dem Teufel direkt gesprochen hat in diesem Exorzismus, was für ihn natürlich auch eine harte Nummer ist. Er war da ziemlich am Ende und dementsprechend ist er umso ernüchterter oder wird umso ernüchterter sein, wenn er es dann IC mal rausfindet, dass Maxi wieder auf der alten Bahn ist. Dass Jafia wieder auf der alten Bahn ist, meine ich. Und dann werden wir sehen, was passiert. Oh ja. Wie lange, also
war dieser Exorzismus lang geplant? Also ich habe diesen Moment halt leider verpasst. Ich habe es nur irgendwo dann mal gesehen. Tatsächlich. Ich habe echt versäumt, das alles zu schneiden. Nö. Ich glaube, das war 2-3 Abende Build-up und dann durchgezogen, oder? Also du kamst da ab und zu mal hin, wir haben so einen Dialog gemacht. Ja. Und dann eines Abends wurde es dann einfach durchgezogen. Und dann war auch gut. Ja. Es war wirklich sehr spontan die Idee. Ich habe mir gedacht, so, komm, lass dich mal exorzieren. Ich hatte Bock drauf, muss ich sagen. Ich spiele auch manchmal so Dinge gerne an, weil es einfach dem einen mega RP bietet und mir einfach in dem Moment dann auch Spaß macht. Ich muss aber offen gestanden sagen, ich war ein bisschen enttäuscht, als ich gemerkt habe, als ich OOC rausgefunden habe, dass das nicht funktioniert hat. Das hat sich ganz andere Hoffnung gemacht. Ja, für die paar Tage. Das ist ja jetzt im Großen und Ganzen völlig sinnlos gewesen. Also ich kann es dir gleich noch erzählen. Ein netter Umweg, aber ich muss sagen, es hat mich da ein bisschen frustriert, da muss ich ganz ehrlich sein. Aber hilft ja nichts. Ist ja auch gut so, jetzt gibt es ja wieder neues RP draus. Also von daher. Ja, du hast ja noch was mir gehört. Ja. Ich habe ja versucht, dann an den Char ranzukommen, so in die Bibel einzuführen und so. Ich wollte meinen Fanatiker draus machen, ja. So. Aber es hat nicht funktioniert. Aber das ist auch so ein Ding, ne? Also Fanatismus-RP, da müssen sich die Leute drauf einlassen. Und ich habe bisher echt wenige gefunden, die bei mir bereit wären, das zu tun. Aber vielleicht bin ich ja nicht aggressiv genug damit. Das kann auch sein. Aber das ist schwierig. Und deswegen wollte ich ja meinen Char damals bekehren lassen, weil ich gemerkt habe, dass die Leute nicht drauf eingehen. Und deswegen wollte ich ja dann die andere Nummer einschlagen. Und dann habe ich doch gemerkt, so irgendwann fandet es dann schon Anklang. Deswegen habe ich das dann noch durchgezogen, das Ganze. Ja. Ist schwierig, ja, wenn die Leute nicht mitspielen. Nee, so ich versuche es auch, die Leute quasi zu Extremisten zu machen, weil ich mit dem Char das ja auch beweisen will, wie einfach das ist. Aber es ist überhaupt nicht einfach auf dem Server. Ja, wenn die meisten Leute halt direkt anfangen zu hinterfragen, was Gott ist und wie Gott Leid auf der Welt zulassen kann, dann kannst du die zu fucking Fanatikern machen. Ja. Funktioniert natürlich nicht. Ja, dann ist der Common Ground einfach viel niedriger. Das habe ich inzwischen auch fast aufgegeben, mir da meine Fanatiker und meine Extremisten anzuziehen. Aber vielleicht kommt ja noch der ein oder andere, der darauf Bock hat und das den Hook auch annimmt. Mal sehen. Safe. Also jetzt mit den neuen Leuten, die gekommen sind, die sind alle ein bisschen und die passt das schon bestimmt sehr. Also ich kann es mir vorstellen. Denkst du, dass du sowas demnächst, wenn du dann wieder ein bisschen mehr da bist, durch die Regelmäßigkeit, wie du die Worte dann sozusagen in deren Köpfen pflanzt, sag ich es mal so bewusst, denkst du, dass es dadurch dann einfacher geschehen könnte, dass du jemanden bekehrst? Das geht nur, wenn du die Worte auch wirklich im Kopf des Charakters pflanzt. Und da hört es dann meistens schon auf. Die Leute müssen bereit sein, einen Teil ihres Charakters dafür zu opfern. Das ist wie, wenn du dich einer Outlaw-Bande anschließt. Du weißt, dass du dich teilweise in die Hände von anderen begibst. Ja? Und es ist viel Vertrauen, es ist viel, man muss wissen, dass man gutes RP draus kriegt. Und ich habe das Gefühl, daran scheitert es an vielen Stellen schon, weil die Leute einfach keinen Bock auf Christen-RP haben, weil die Religion einfach langweilig finden. Also echte Religion. Und das ist ja keine echte Religion. Das ist eine Persiflage, das ist eine Satire eigentlich. Das ist eine Übertreibung. Ja. Ja. Also ich male mir da nicht mehr so viel Hoffnung aus. Vielleicht der ein oder andere, who knows. Und es kann auch sein, dass ich nicht offensiv genug damit umgehe und nicht offensichtlich genug mache, dass man dieses RP da kriegt. Sondern es ist halt, der Charakter versteckt es halt, weil er vorsichtig sein muss. Es braucht Leute, die bereit sind, sich das auch einpflanzen zu lassen und auch dementsprechend drauf zu gehen. Von selbst kommt es nicht und meine Worte selbst können das auch nicht bewerkstelligen. Das muss eine bewusste Entscheidung des Spielers sein. Da kann ich auch nur supporten und sagen, lasst euch einfach auf Dinge im RP ein. Das macht so einen Spaß, das kann solche Schleifen dann ziehen, die euch dann auch noch in andere Dinge mit reinziehen, sei es jetzt positiv oder negativ. Zum Beispiel, wir hatten ja auch schon mal das Vergnügen, also mein Char Harry und dein Char hatten ja auch schon Berührungspunkte. Ich spiele halt einen Dummy mit Harry und er kennt halt Bibel nicht, er weiß nicht, was da drin steht. Aber weil er gerade auch dumm ist, lässt er sich auch alles gerne erzählen. Ja? Und da lasse ich mich dann natürlich auch gerne leiten oder auch benutzen, wenn die Argumente dann da stimmig sind. Und wenn du dann so einen Gegenspieler in Anführungszeichen hast, wie du einer dann bist, dann macht das ja auch unheimlich Spaß. Also diese Szene mit der Whiskyflasche, die werde ich nicht vergessen. Das ist
Das war genial, das war super. Das war ja, das ist ja quasi die Essenz von dem Charakter. Ich will ja keinen Christ, ich will die Leute nicht in Real Life zum Christentum bekehren. Ich will zeigen, was die Christen damals für Methoden hatten, um die Leute an sich zu binden. Und bis heute sogar noch. Diese Heilsversprechen und diese ganzen Sachen findest du bis heute noch. Und bei diesen gehirngewaschenen Priestern in Mittel-Nordamerika da, so in den mittleren Staaten, den südlichen Staaten so vor allem, da geht's richtig rund. Ja, und die erzählen dir was vom Pferd. Die sagen dir, die können deinen fucking Krebs heilen, wenn du an Jesus glaubst. Und so sollte das eigentlich sein. Also das sollte quasi zeigen, wie das so läuft und wie sich das entwickelt, was für Gewaltspiralen daraus entstehen können und so. Also genau diese Szene, ich habe da, für die, die es vielleicht nicht wissen, ich habe da, Harry kam da auf Alice dazu und meinte so, wenn du Jesus sprichst, kannst du da auch irgendwie, was weiß ich, wenn man das ging um das von Jesus, kann man da sich auch einen Whisky holen oder Whisky wünschen? Oder so? Es ging ja um das gute Gefühl, ne? Um das gute Gefühl. Genau. Was gibt dir ein gutes Gefühl? Habe ich halt gesagt, Whisky im Bauch, weil der so schön warm ist. Und Jesus kann es bewerkstelligen. Dann hat halt Alistair ihn straight up verarscht. Ich mache mir keine Illusion, dass das OC nicht ankommt, ist vielleicht klar. OC, logischerweise. Aber hat den halt IC verarscht und dementsprechend ihm da so eine Flasche hingestellt, um ihn zu überzeugen. Das ist auch nicht die feine christliche Art, ja, aber es ist halt in dem Fall der Charakter. Ja. Und seitdem ist Harry da auch so, Jesus, Gott, das sind zwei super Typen, die finde ich toll. Es ist zum großen Teil, ich beschwere mich da immer viel, aber es ist zum großen Teil auch meine Schuld. Diesen Hook, den ich dann einmal baue, den verfolge ich nicht weiter. Das ist einfach manchmal sehr enttäuschend. Ich krieg Leute so ein bisschen dran und dann vergesse ich es einfach oder habe einfach die Zeit nicht und krieg dieses RP nicht fortgeführt und dann verreckt es halt. Sehr schade. Aber es kommen auch bessere Zeiten wieder. Ah, so steht es in der Bibel geschrieben. Ich glaube schon, ja. Oder, ich weiß nicht, im Neuen Testament vielleicht. Bin ich nicht ganz so viel. Also, kein Testament hat so wirklich tolle Zukunftsvisionen, ja. Eher so, am Ende geht die Welt unter und hoffentlich stehst du auf der richtigen Seite. Und wenn nicht, Arschgeleckt. Wunderbar. Jetzt bin ich auch schon komplett aus meinem Konzept hier raus, was die Fragen angeht. Wir waren bei der Entwicklung des Chars. Da waren wir, ich glaube, die Frage waren wir jetzt soweit durch, ne? Ja. Gut. Apropos Entwicklung, der Server TWH entwickelt sich ja auch immer weiter. Gibt es da irgendwelche Spielmechaniken oder Skripte, wo ihr sagen würdet, die sind top, die nutze ich viel, das ist ein cooles Ding irgendwo? Du schüttelst schon so oder nix mit dem Kopf, Tiny? Rahel hat schon lange nichts mehr gesagt. Sag ruhig, ich bin mich noch unentschlossen. Bei mir, ich lege nur auf Mechaniken Wert, die das RP untermauern können. Alles andere ist mir straight egal. Es müsste für mich kein Geld, keine Items, keine Waffen, also Waffen jenseits von RP halt, keine irgendwelchen sonstigen verschiedenen Items geben zum Essen und so, sondern es würde einfach reichen, wenn man damit halbwegs, es müsste für mich nicht mal eine Hungermechanik geben. Ich brauche wirklich nur Sachen, mit denen man besser darstellen kann. Also der Meat-Chat ist für mich unerlässlich, aber den hat ja auch so gut wie jeder Server inzwischen mehr oder minder kompliziert. Der ist jetzt durch diesen, ehrlich gesagt, durch den Chat jetzt nicht besonders viel einfacher geworden. Ich mache es immer noch über die Konsole, wenn man sich dieses Slash spart. Das Scene-Tool finde ich brillant. Ich finde, das ist das beste Tool, was ich jemals gesehen habe auf einem Server. Und bis heute benutze ich das sehr, sehr gerne und sehr, sehr häufig, weil man aber die Welt einfach so schön formen kann. Und natürlich die Animationen, also die Stehanimationen und so. Ich glaube, die werden gesynkt, gell? Die Stehanimationen, die Laufanimationen, all das brauche ich ständig, die verschiedenen Sachen. Also da finde ich das neue Animationsrad zwar unübersichtlich, aber schön viele Features. Das gefällt mir sehr. Und auf den Rest kann ich geschlossen verzichten. Also abgesehen von Telegram und schwarzes Brett ist immer auch noch sehr wichtig. Das etwas Ähnliches war im ersten Podcast mit Alex und Dani auch gesagt worden. Alles, was das RP fördert, das sind so coole Mechaniken. Und da wurden auch eben entsprechend die beiden Sachen gesagt. Das neue Emote-Rad zum Beispiel, das hatten sie jetzt, oder das hatten wir im ersten Podcast vergessen, ist tatsächlich echt eine coole Sache, um wie viel das nochmal ergänzt wurde. Ein paar Sachen wurden jetzt rausgenommen, die nicht gesynkt werden, soweit ich das weiß. Ah, okay.
Und du kannst dir ja unten in der Leiste, die dann da erscheint, auch die Sachen abspeichern. Das heißt, du drückst dann einfach X und dann 1. Dann machst du diese Animation. Das ist schon ziemlich cool. Und du, ich weiß gar nicht, wie viele Reiter du da haben kannst. 3 oder so. Das heißt, du kannst zum Beispiel einen Kirchenreiter machen, dann einen Saloonreiter oder so. Muss dann halt nur einmal scrollen. Geht das? Ja, das geht. Ja. Was? Jetzt hau ich die Mechanik raus. Ein Kritikpunkt: Die neuen Features werden nicht klar genug kommuniziert, wenn man jedenfalls nicht Podcast hört. Toll. Es geht immer mal wieder was an mir vorbei, tatsächlich. Da sind wir jetzt, glaube ich, gar nicht. Aber es geht immer wieder was an mir vorbei, weil ich die. In den Patchnotes dann jeweils drin steht. Oder nicht. Aber sowas habe ich jetzt zum Beispiel bis heute nicht mitgekriegt. Okay, dann muss ich, glaube ich, mal so ein kleines Emote-Tutorial machen. Danke, ja. Okay, kriegen wir hin, kann ich später vielleicht auch noch mal so zeigen. Ja. 6 Hotbars, what the fuck? Also, klärt mich auf. Wir brauchen auf jeden Fall eine Mechanik-Übersicht. Das ist echt schade, dass sowas untergeht. Krass, 6 Hotbars wusste ich gar nicht. Ich brauche meine Hotbar gar nicht voll aus. Ich habe nur 5-6 Animationen. Ja, also ich hatte es mit Diggins zum Beispiel so, Saloon, Bestattung, normal so aufgesplittet irgendwie, ne? Das ist ja echt assi, dass ich das nicht wusste. Das ist wirklich schön gut, ja. Ja, dann gebe ich den Ball weiter oder die Fackel oder was auch immer. Ja, die Fackel hört sich gut an. Also, wie habt ihr das schon vorweggenommen? Also vor allem das Emotra, das ist sehr geil. Jetzt, da kann man so viel mitmachen. Und genauso wie das Szenen- und Miescript-Chat, zeigst du? Szenen sowieso. Ohne die Szenen wäre das mit den ganzen der Geschichte mit Ark ja gar nicht gegangen. Da habe ich ja nur 10 gehabt. Da hatte ich am Schluss 366 Szenen. Und als ich dann dann haben sie das ja geändert. Und dann haben sie so gesagt, ja, du warst, by the way, so der Spieler, der am meisten Szenen hatte. Dann wäre so, schwierig. Aber danke dafür, dass wir nur noch 20 nutzen können. Ja, ich bin der Grund dafür mit 63 10. Was hatte? War lustig für den ganzen 10. Und was ich noch sehr, sehr nice finde, ist dieses, das ist jetzt wahrscheinlich ziemlich einsichtig, aber halt das Naturkunde-Skript. Weil du hast dann einfach die Möglichkeit, auch einen Arzt in Anführungszeichen zu spielen, der auch mit Outlaws kooperieren kann, ohne dafür gleich auf den Deckel zu bekommen. Das macht sehr viel Dinge einfacher. Und vor allem bist du nicht gebunden an so Gesetze wie Korruption und so einen ganzen Müll. Das vereinfacht dann das AP und du kannst auch einfach die Outlaws helfen und dann kriegst du von denen Infos oder was auch immer du brauchst. Das ist sehr nice. Aber dafür, dass du denen helfen kannst, hast du auch bei diesem Arzt-Skript natürlich auch einen Downer sozusagen. Ja, gut. Wir haben ja diese Spritzen, genauso wie die Ärzte, bloß, dass wir halt eine Chance von 50% nur haben, dass die heilen und auch noch eine Chance von 50%, dass die krank machen. Das ist halt, also das Nervige ist gar nicht, dass die manchmal nicht heilen, sondern einfach dieses krank machen, weil wie umspielst du das dann ordentlich? Ich habe dir eine Spritze in den Bauch gesteckt und dann bist du auf einmal krank und fängst an zu husten. Also das ist halt auch immer ein bisschen schwierig dann zum Spielen. Sowas. Denkst du, das wird dann falsch ausgespielt, weil das hört sich eigentlich eher für mich an, okay, du bist ein Naturkundler, du weißt zwar die Sachen, wie die dich heilen könnten, die Pflanzen, keine Ahnung, du bist Pflanze A, die heilt dich, aber die Spritze, die ich benutzt habe, war halt nicht steril, wie es beim Arzt in der Stadt vielleicht ist. Und deswegen entzündet sich das, du wirst krank oder so. Denkst du, das wird dann falsch ausgespielt oder Also das vergessen? Ist halt, es stimmt schon. Also dann sagst du denen zum Beispiel, ja, du hast diese Pflanze bekommen, dann kann es sein, dass die schlecht wird. Und dann gehen die Leute zum Arzt, dann sagen sie halt, ja, mich hat da jemand hochgeholt, war kein Arzt. Und dann heißt es, das war ein Naturkundler, ja, die haben dann infizierte Spritzen oder sowas. Ne? Aber nicht jeder Naturkundler spielt Spritzen aus. Zum Beispiel Ark spielt, Riechsalz aus. Früher hatte meine Hexe eben, als sie noch voll im Exorzismus war, hat sie ja Rituale ausgespielt, die nochmal halt negative Einflüsse hatten auf deinen Geist und deswegen wurden die Leute krank. Und das ist halt dann immer schwierig, wenn dann die Aussage kommt, ja, die sind einfach nur ungeschult und machen dich krank deswegen.
das kannst du halt nicht so pauschalisieren und es nimmt dann ein bisschen RP, wenn dann Leute auf dich zukommen und sagen, ja, ich habe gehört, sie spritzen. Und da denke ich mir so, ja, ich mache Rituale und keine Spritzen. Es ist halt schwierig dann sowas. Und das heißt, die Patienten nehmen das dann einfach falsch mit von dir. Ja, das ist schon manchmal so. Oder die Ärzte fragen das falsch weiter oder so, es ist irgendwie komisch. Denkst du, dafür gibt es eine Lösung? Das liegt halt an jedem selbst, wie er das ausspielt. Und ich will da auch keinen sagen, so, dass ich gehe ja nicht danach zu dieser Person hin, OOC, und schreibe die an, ja, ich fand es jetzt nicht so cool, weil ganz ehrlich, das ist denen ihre Sache. Und man sollte halt das ausspielen, was man auch gesagt bekommt vom Arzt. Solange es nicht weggepowert ist. Ja. Das gilt auch ganz grundsätzlich. Nehmt ja das an, was euch angespielt wird, und blockt dich. Ja. Wenn ihr mitkriegt, das wird so geteilt als Riechsalz oder als Salbe oder was auch immer, dann ist das ein Riechsalz. Und keine Spritze. Scheißegal, was auf dem Bildschirm steht. Ich weiß auch nicht, ob sich das jetzt nochmal verändert hat in der Whitelist. Stand ja als allerletzte Frage, glaube ich, mit drin. Du kriegst einen Kräuterwhisky übergeben. Hashtag Moonshine. Genau das Gleiche ist es halt da auch. Nur weil da nicht steht, das ist irgendwie ein Riechsalz, sondern eine Spritze, heißt es nicht, dass es... Moment, ich muss gerade den Twist gerade kriegen. Moment, aber weil das stimmt. Ihr wisst, was ich meine. Ja. So. Nee, stimmt. Also, da muss ich aber auch wirklich sagen, Props an den Sheriff, der diese Alkoholaktion da gestartet hat. Dieser Typ, der hat mich damals durchsucht an einem Tag. Und der hat so gesehen, ich habe Opium dabei, aber ich spiele das jetzt hier nicht als Opium aus, sondern als Gift, was ich zusammenmische. Und der hat mich deswegen nicht verhaftet, obwohl der Opium stand. Also das fand ich schon... Ich habe schon gedacht, so jetzt werde ich weggebaut hier, vollkommen Niveau. Das ist krass. Das fand ich sehr, sehr schön, krass, dass er das angenommen hat. Das ist stark. Das ist beachtlich. Das ist richtig beachtlich. Holy shit. Ich glaube, da muss man dann auch immer, wenn man jetzt von dem Lore-Spieler ausgeht, muss man den Spielern auch immer die Chance geben, zu sagen, was das überhaupt ist. Ja, so nach dem Motto, oh, was haben wir denn hier, deutet auf die Opiumflasche im Meet-Chat. Auch stark. Ja. Solche Sachen, das ist cool. Das ist sehr beeindruckend, ehrlich gesagt, weil das ist gerade im Lore-Bereich relativ nicht so unbedingt häufig, dass die so vorsichtig roleplayen. Das ist cool. Ja. Respekt an wer auch immer das war. Ein Typ Alkoholaktion hier mit Weißhut. Typ Alkoholaktion mit Weißhut. Mashallah. Einfach der Gute. Ich weiß, wie der heißt. Ich bin keine Ahnung. Sehr gut. Wunderbar. Das war eh so eine lustige Situation an dem Abend. Er fesselt mich so und sagt so, ja, das könnte mir jetzt mal kurz wehtun. Will mich so durchsuchen, auf einmal rennt da jemand im Vollgelapp vorbei und er schreit so, naja, wird nicht geritten, hier gibt's eine Geschwindigkeitsbegrenzung. Er dreht sich rum und der rennt einfach weiter, als wäre nichts passiert. Das ist immer so geil. Geschwindigkeitsbegrenzung, auch ein cooles Wort. Ja. Ihr seiner zulässige Höchstgeschwindigkeit. Das fände ich so lustig. Wurde um 2 Peitschenhiebe über... Naja, gut. Gehen wir mal wieder zurück zu den Fragen. Wunderbar. Wie kommst du mit dem TWH-Team klar? Du hast ja eben schon mal gesagt, dass du die Meinung gerne und direkt äußerst. Also, mir tut wirklich jeder Supporter leid, dem ich anrotze, weil es kommt echt sehr direkt an. Ich sag das so, wie ich das dann auch denke. Weil, warum soll ich da um heißen Brei rumreden, ne? Oder... Sonst aber komme ich ziemlich gut in Support. Klar, Support, ne, da hat man seine Differenzen, weil ich manchmal Antworten nicht verstehe oder das und das. Und dann da regt man sich halt mal auf oder so Entscheidungen von Support, die dann halt ein bisschen, da macht weiß die eine nicht, was die Rechte macht, ne? Das ist halt dann auch so ein bisschen schwierig, was mich dann persönlich auch ziemlich nervt und aggressiv macht. Naja, aber ich glaube, da will ich jetzt gar nicht drüber weiterreden, weil sonst kriege ich gleich ein böses Ticket. Und ja, was soll ich sagen? Es ist halt manchmal so Differenzen, die man hat. Aber am Schluss ist das Support-Team schon ziemlich cool und sie antworten sehr, sehr schnell drauf. Kann man sich nicht beschweren, muss ich sagen. Das ist auch manchmal so Entscheidungen, die ich nicht verstehe, aber muss man ja nicht. Man muss ja nicht alles verstehen, ne? So ist es halt. Da muss ich dann tatsächlich einmal kurz einhaken. Das Team hat ja auch manchmal Infos rund um Themen, die du vielleicht nicht hast.
Aber dass weißt du dann Entscheidungen halt auch anders wahrgenommen werden, als man das eigentlich sehen würde. Ich meine eher solche Tickets, wie wenn du jetzt schreibst, kann ich da eine andere Telegram-Adresse bekommen? Und dann schreibt mir ein Supporter, das ist leider technisch nicht umsetzbar. Das ist eh die Hauptaussage, das ist der Copy-Paste-Satz, den ich fast sehr vielen Tickets lese und auch von anderen höre. Und dann frage ich eine Abby, ob sie bei ihr nicht auch schon mal die Telegram-Nummer geändert wurde, und dann meinte sie ja. Und dann frage ich mich, hat man kann sich ja auch einfach erklären, so wie es ist, und braucht ja nicht den Copy-Paste-Satz da reinschmeißen. Das ist halt dann auch irgendwie fragwürdig, wo man sich dann hinterher denkt, ja, toll. Ich meine jetzt nicht, wenn jemand, wenn die sagen, ja, das wollen wir auf dem Server nicht, dann regt man sich da vielleicht mal für den Tag auf, aber hinterher verstehe ich, dann ist es okay so. Aber das ist dann ärgerlich, finde ich. Und dann kann man auch erklären, warum man das halt jetzt nicht machen möchte. Tiny, wie siehst du das Ganze? Ich glaube, ich mache irgendwas falsch. Aber vielleicht sehe ich das auch einfach nur falsch aus meiner Perspektive. aber ich bin mit dem Team noch nie so aneinander geraten. Aber ich habe auch nicht viele Tickets, die das RP und Mechaniken und so betreffen. Eigentlich gar nicht, soweit ich mich erinnere. Es gab mal eine Sache bei einem Hinrichtungsantrag, den ich hatte, und ich meine mich da dunkel zu erinnern, dass da irgendeine Meinungsverschiedenheit war. Aber ich nehme die im Zweifel immer an. Also, wenn das Team sagt, ich will das hier nicht, habe ich vielleicht noch kurz ein Gegenargument, um das klarzustellen, warum eine bestimmte Sache so ist und nicht anders. Und wie ich das erwartet hätte und warum das nicht so ist. Und ich kriege meistens echt, so eigentlich immer, einfach gute Antworten, dass das so ist, wie es ist. Und dann nehme ich das an. Das Problem ist aber auch, ich komme nicht in viele Situationen, die mit einem Ticket auflösbar sind und wo man das irgendwie braucht. Meine einzige Teamerfahrung ist, dass ich damals ein Ticket offen hatte wegen der Kirche, die ich ganz gern gehabt hätte in Rhodes, und das Mapping von der Kirche, und das wurde super schnell gelöst. Da hat man ewig lang, habe ich ewig lang im Ticket gesessen, konnte mich nicht entscheiden, weil mir wurden sogar zwei verschiedene Varianten in Aussicht gestellt, die ich da nehmen konnte, und da war man super geduldig mit mir, hat das einfach umgesetzt. Also die Kirche war ein absoluter, eine Goldader gefühlt. Richtig schön. Und im Übrigen, ja, also man hat seine Meinungsverschiedenheiten, insbesondere was den Anspruch, aber bestimmte Ideen des RPs angeht. Ich bin ja relativ puristisch und ich habe meistens dann nicht im Kopf, dass das Team schon Support-Erfahrung hat und halt von dem User ausgeht, der gerne mal auch Sachen ausnutzt und so. Das war jetzt gerade zum Beispiel gestern in dem Podcast, wurde ja mein Vorschlag besprochen mit dem Abwesenheitschannel und so. Da habe ich überhaupt gar kein Problem gesehen. Ich habe nicht mal drüber nachgedacht, was für ein Problem das sein könnte mit Metagefahr und so. Ich hätte das einfach für eine gute Idee gehalten, das Zusammenspiel effizienter zu gestalten. Aber letztendlich, wenn sie sagen, ey, unserer Support-Erfahrung gemäß ist das nicht so, sondern so, und es ist einfach zu gefährlich und so, und man muss immer von den Usern ausgehen, die das eben nicht tun und darauf achten, dann nehme ich das so hin. Die Probleme sind weniger beim Team, sondern vielmehr bei der Gesamtheit der Spieler begründet, die ich habe. Dementsprechend meistens echt in Ordnung eigentlich. Wenn mich jetzt ein Supporter nicht korrigiert, hoffe ich auch meistens ausreichend höflich zu sein. Ich schätze es ja sehr, wenn die Leute ihre Freizeit hier reinstecken, genauso wie wir. Dementsprechend keine Dramen, hoffentlich. Gut. Was würdest du denn an Was? Entschuldigung. Ich habe den Christian Solmicke 2.0 Kommentar gelesen. Liebe geht raus an Kiki und Cody hier. Ja, einfach Smash. So. Einfach Smash. Was würdest du denn an TWH ändern wollen? Wenn du überhaupt was ändern wollen würdest, Tiny. Das geht genau in die gleiche Richtung. Also es gibt nichts, was ich an der Serverleitung ändern wollen würde, weil ich glaube, die Vorschläge, die ich hätte, um Server quasi, ja, wie gesagt, RP-puristischer zu gestalten, würden sehr schnell nach hinten losgehen, wenn man das auf die Masse loslässt. Es ist halt immer die administrativen Gedanken, die da manchmal kommen, da denke ich in 1000 Jahren nicht nach. Da ist ein Horizont doch einfach nicht weit genug, was das angeht. Ich mache so mein RP und fertig. Dementsprechend nichts, was man von der Leitung aus eher ändern könnte, ehrlich gesagt. Ich bin, was die Features angeht, zufrieden. Ich bin, was das Klima angeht, recht zufrieden. Das Einzige, was man halt immer ändern kann, liegt bei den Spielern selbst.
das RP-Niveau, bestimmte RP-Verhaltensweisen, die unglaublich anpassbar sind und die das Zusammenspiel auch einfach viel, viel mehr vereinfachen würden. Aber nichts serverseitiges, aber dazu kommen wir ja später noch. Mhm. Was sagst du dazu? Ja. Ändern Administrative Leaks eigentlich nur. Manchmal finde ich, dass es in manchen Teilen sehr ins RP eingegriffen wird, wo man eigentlich hätte geile Stränge mit aufbauen können. Beispielsweise, ich weiß nicht, ob es jetzt wirklich durchgesetzt wird, ich will jetzt hier nichts losdrehen, aber wenn beispielsweise jetzt das mit den Pferdenmasken wirklich kommen wird, das würde mich persönlich schon nerven, weil das ist eigentlich ein IC-Thema, finde ich, was man auch als Sheriff auch einfach durchdrücken könnte, das Gesetz, weißt du? Für was bist du Sheriff? Kannst du es ja auch so ein Gesetz erlassen im Notfall, weißt du? Dann können immer, also das ist, finde ich, ein IC-Thema. Und wenn das wirklich dann administrativ verboten wird, finde ich dann nicht so gut. Mhm. Also das ist wirklich das Einzige, was mich stört und was ich ändern würde, dass halt einfach IC IC ist und was OC ist, wird OC bleibt. Ja, mehr nicht. Mehr. Also es betrifft ja im Regelwerk sozusagen dieses Thema Masken, Erweiterung um Pferdemasken. Ja, also das mal ehrlich, also das, das ist so theoretisch, ne? Also das ist ja, also das da, ist ein wenn du da Stress. Anfängst, dann könnten wir auch anfangen, dass hier Mexikaner massiv IC gehatet werden, übelst ausgegrenzt werden von manchen Gruppen und dann Schwarze einfach ignoriert werden mit der Aussage, das wäre ja Rassismus. Mhm. Da könnte man ja gleich weitermachen, wenn man damit anfängt, ne? Also, Das heißt, theoretisch wärst du dafür, diese Maskenregel generell wegzulassen und das Ganze im RP irgendwie darzustellen. Es ist eine IC-Angelegenheit, die man IC regeln sollte. Und ganz ehrlich, wenn man sagt, ich maskiere mein Pferd mit einer Pferdemaske, dann erkennt man das Pferd nicht mehr. Das ist ja, also ich weiß auch nicht, das ist ja ein bisschen lächerlich, oder? Das ist doch gar nicht das Argument. Oder? Das Argument ist doch, dass das quasi unrealistisch ist und das Pferd irgendwie einschränkt und irgendwie das einfach äußerlich nicht passt auf Zivilisten, sondern nur bei, weil das ist ja eine eine stilisierte Wahl, right? Also das ist ja was, das hat Rockstar eingeführt als Cosmetic in RDO, glaube ich. Ne? Ich glaube, das gibt es gar nicht im Singleplayer, oder? Correct me, außer so kaufen, stellenweise irgendwie. Es ist halt eine sehr stilisierte Entscheidung und dementsprechend sehen viele das nicht als akkurat an. Ich habe das damals übrigens auch gemacht. Mein Künstler hatte diese blau-schwarze Pferdemaske und der musste sich da immer IC verteidigen und hat gesagt, ja, mein Pferd hat das aus sich ausgesucht. Der hat auch gedacht, dass seine Frau in dem Pferd weiterlebt. Deshalb hat er das so gemacht. Und ehrlich gesagt, der einzige Grund, dass dieses Pferd diese Maske hatte, ist, weil ich es OOC cool fand. Also, ich muss sagen, den IC-Rahmen hinterher gebaut. diese Pferdemasken, klar, im Wilden Westen waren jetzt dazu ganz so oft vertreten, außer halt, wenn man bei Events oder sowas hat man die ab und zu mal drauf, aber auch nicht die. Das war natürlich irgendwie anderen. Aber ich finde halt, nicht jeder ist Amerikaner und manche bringen halt ihre Religion mit. Und eben schon allein aus dem satanistischen Glauben, die sich gerne schmücken. Das ist ja im satanistischen Glauben, ist es etwas Schönes, sich zu schmücken. Man soll sich zeigen in seiner Pracht, ne? In welcher Art auch immer. Und da gehört das Pferd halt einfach mit dazu, dass man das irgendwie schmückt, wie es einem gefällt, wie man es anderen zeigen möchte, wie man es präsentieren möchte. Und deswegen finde ich das dahin dann wieder schon ein bisschen schwierig. Also generell finde ich das auch, dass man das auf jeden Fall IC regeln könnte, ja. Das ist so ein Ding, da geht der Marshall zur Gouverneurin hin und sagt, ja, von unserer Seite aus wäre das mal so ein Vorschlag, den wir hier reinbringen wollen. Und daraus kann man dann natürlich auch OC irgendwie eine Regelwerkerweiterung machen. Okay, Pferdemasken, wenn du eine Begründung dafür hast, go for it. Irgendwie, keine Ahnung, Religion, Ark zum Beispiel mit seinem Voodoo-Doc, ja, da hat das Pferd halt auch eine Maske. So, dann ist das begründet für mich, das ist okay. Aber jetzt einfach so zu sagen, ja, ich möchte aber, dass mein Pferd gefährlich aussieht. Das ist so, weiß ich nicht, ne? Also, wenn du eine schwache Begründung hast, dann sollte dein Pferd halt nicht so eine Maske tragen müssen. Aber ob das halt administrativ geklärt werden muss, ist wirklich strittig. Und das ist auch so ein Ding, wo ich meinte, man selbst hat da vielleicht eine andere Auffassung, was IC-OOC-Trennung angeht, aber das Team wiederum hat natürlich den Verwaltungsaufwand, das dann immer in den Tickets rauszuklamüsern, wer jetzt welchen Grund hat. Und das ist das quasi unterfüttert, natürlich auch schwierig. Das meine ich, ne? Also
theoretisch wäre RP möglich, wenn man Leute hat, denen man vertraut, ohne Regeln. Es braucht halt einfach kein Mensch. Ja, aber am Ende hat es immer irgendwelche Gründe. Und ob die, manchmal finde ich die auch nicht besonders gut, aber meistens haut das irgendwie hin. Und letztlich sind nicht wir diejenigen, die sich mit den Tickets rumschlagen müssen. Richtig, und die sind manchmal hanebüchend. Echt. Also, das ist wirklich so. Abgesehen davon, Revolution stürzt Dietrich. Nee, also wie Dietrich sagte, ich weiß nicht, ich glaube, der hat das auch schon in dem einen oder anderen, wie heißt der andere Podcast nochmal? Weiß ich schon gar nicht mehr. Spaß beiseite. Behind the Hills, oder? Behind the Hills, ja. Das ist auch ein bisschen verwirrend, dass ich das Behind the Chars genannt habe. Und naja, auf jeden Fall, da hat er es auch schon mal gesagt, ja, theoretisch könnte er ohne Regeln leben, wenn alle vernünftig einfach nur ihr Ding machen würden. Und Das ist halt auch so, je weniger du außerhalb schaust und außerhalb mitbekommst und einfach nur alles IC lässt, umso einfacher lebt es sich. Also ist jetzt so meine Erfahrung, die ich gemacht habe. Stimmt. Ja. So, guter Punkt. So. Gehen wir mal rüber zur Frage. Wie denkst du, findest du heraus, was man spielen möchte, sollte? Das ist schon eine Frage, die so ein bisschen in die RP-Philosophie reingeht. Jetzt wird's spannend. Genau. Ladies first. Sei da klar. Ja, natürlich. Schwierig. Also, ich habe einfach das gespielt, worauf ich Bock hatte eigentlich im Grunde. Ich habe geschaut, was würde passen, was kann ich gut präsentieren, was interessiert mich auch OC momentan. Also ich habe immer so Phasen, interessiert mich mal das und mal das. Mal interessiert mich das Crime, dann habe ich meinen Mixi-Char erstellt, weil mich das halt einfach voll interessiert hat irgendwie, keine Ahnung. Und dann hat mich das Ganze mit halt Religion noch nicht relativ mal interessiert und ich war da irgendwie auf einem Sektenhype oder was auch immer. Ganz weird. Und dann habe ich mir gedacht, so mach ich mir doch eine Hexe, die halt, keine Ahnung, Sektenanführer wird oder so. Und ja, so habe ich meine Chars dann erstellt, muss ich sagen. Ich habe da jetzt nichts Spezielles gemacht. Ich habe einfach geschaut, so, dann habe ich mich halt ins Thema reingelesen. Was bedeutet das, wenn ich das darstellen möchte? Wie muss ich das ausspielen? Worauf müsste ich achten oder so? Und ja, ich denke, ich habe das mit meiner Hexe ganz gut hingekriegt. Und bei Maxi, ja, ist halt ein Crime, was soll man da groß falsch machen, denke ich. Ja. Genau. Denkst du, man entwickelt sich da auch so hin bei der Char-Erstellung? Du hattest ja anfangs gesagt, dass du einen Kannibalen-Char irgendwo hattest. Mhm. Das war ja so der erste Char. Denkst du dann auch, dass man als Person in der Charakterentwicklung auch selber eine Entwicklung mitmacht, so einen Char aufzusetzen? Auf jeden Fall. Also bei meinem allerersten Char, das war eben diese Belle McFrybinetti von einem anderen Server, diese Kannibalin. Da hatte ich mir ja OC fast gar keine Gedanken gemacht. Ich habe einfach mal aus Spaß einen Char erstellt und habe einfach mal ein bisschen ausprobiert, das RP. Ich hatte auch gar keine richtige Char-Story, außer dass halt ein bisschen gestört ist. Das Ganze mit Kannibalismus war eigentlich nur ein Joke, der IC mal gemacht wurde. Den habe ich dann einfach ausgespielt, IC, war dann ganz lustig. Aber es war nie geplant. Und Menschen essen, geile Idee. Ich habe es einfach übernommen und dachte, es wird schon irgendwas Cooles werden. Das war totaler Scheiß eigentlich. Zwischendurch hatte ich den Gedanken mit meinem Bestatter auch schon mal gehabt. Wäre doch jetzt irgendwie ein lustiger Plot-Twist. Und dann mit Maxi, das war dann mein zweiter Char, den ich jemals hatte. Da war dann schon sehr viel mehr Planung drin. Wo kommt sie her? Wie spiele ich sie? Zum Beispiel, Maxi hat einen ungeheuren Hass auf alles, was seine Marke trägt, ob sie getragen wurde einmal, ob ein ehemaliger Sheriff oder ob er sie immer noch trägt. Sie hasst sie einfach grundlegend. Das ist so das Problem, warum sie gerne und sehr extreme Konflikte mit Sheriffs anfängt, wenn sie nervt oder wenn sie ihre Optische sieht, kriegt sie einen Aggressionsanfall.
Also da habe ich mir schon sehr viel mehr Mühe gegeben in der Charakterstory und die auch ordentlich umzuspielen. Und ja, 4, also das ist, glaube ich, der treueste Jar, den ich jemals gespielt habe. Ich versuche die so detailreich zu spielen, dass es, dass sie in ihren Emotionen bleibt, weil man merkt, sie kriegt immer so Rückfälle, so OC-Stimmung dann mit reinbringen. Also ich meine nicht Madness, ich meine, wenn ich zum Beispiel richtig gut gelaunt bin, dann spiele ich das auch mit Maxi manchmal aus. Muss ich ehrlich sagen, das ist ein bisschen Fail irgendwo auch. Aber ich mache jetzt keine OOC-Madness oder so ein Scheiß. Das kommt nicht überhaupt. Aber wie gesagt, ja, 4 ist mein treuester Char, den ich jemals hatte. Und den habe ich noch nie falsch gespielt eigentlich. Kann ich mich jetzt nicht dran erinnern. Tiny, wie sieht's bei dir aus? Wie findest du heraus, wie du einen Char spielen möchtest? Wie erstellst du den? Das habe ich gar nicht erwähnt. Das ist, glaube ich, sogar so gewesen. Und zwar bei meinem ersten Künstler-Char war ich gerade auf dem Trip, mich ein bisschen in 3D-Art reinzufuchsen. Mit Blender und so weiter. Und insgesamt so Digital-Art und so weiter. Und der war eigentlich eine Möglichkeit, die Sachen, die ich im 3D-Art gemacht habe, zu vertreiben. IC halt. Ne? Also ich hätte das in Gemälde umgewandelt, die Bilder, die ich dabei erstellt habe. Und quasi verkauft. Das war eigentlich der Plan. Aber dann ist es ein bisschen entgleist und ich habe Porträts gemalt und so. IC. Das war, bei dem war das das, aber seitdem ist es eigentlich ein bisschen anders. Und zwar, für mich ist RP oder das Darstellen von Personen noch immer so eine Variante, wie man in eine Person, eine Variante in eine Person reinzugucken. Und wenn ich besonders Interesse an einer bestimmten Art von Mensch habe, ob die jetzt gut oder böse sind, spielt überhaupt keine Rolle, dann überlege ich mir, ey, wäre das nicht geil, so einen Charakter mal von innen zu sehen, einmal zu überlegen. Weil wenn man mit einem Charakter vor einer Entscheidung steht, muss man ja immer das mit seinen Idealen und so abwägen und dann die Entscheidung entsprechend dem Charakter treffen. Und dabei lernt man unheimlich viel über diese Art von Mensch. Und so ideologische Führer haben mich schon immer interessiert. Das fängt bei Far Cry an mit Joseph Seed. Der ist relativ dünn geschrieben, aber trotzdem so von der Essenz her fand ich den ziemlich geil. Und hört auf bei Real-Life-Beispielen wie dem sogenannten Kenneth Copeland. Das ist ein, ich weiß nicht, ob den einige von euch kennen, das ist ein amerikanischer Priester dieser neucharismatischen Bewegung da. Der hat so eine Mega-Church. Dieser Berühmte da? Das ist dieser Typ, der dadurch bekannt wurde, dass er sich die ganze Zeit Privatjets kauft. Und der hat das Geld bloß herkommt. Es gibt unzählige Clips mit dem. Der ist so creepy, der Typ. Der hat der riesiges Medienimperium darum aufgebaut und so. Und der gehört zu dieser, ich glaube, der heißt charismatische Bewegung. Also, dass quasi die Prediger im Vordergrund stehen, in riesigen Hallen und einfach reden. Ja, einfach drüber reden. Die sind sehr nah an der Schrift. Der Typ liest die Schrift wirklich ganz genau, dieser Kenneth Copeland. Und der ist ein unglaublicher, silberzüngiger Creep. Und da wollte ich mal gucken, wie es mit solchen Leuten so aussieht. Und dementsprechend ist Alistair jetzt ein bisschen in die Richtung gegangen, um auch mal die Motivation ein bisschen mehr zu erforschen. Also das ist einfach total cool, den Leuten ins Hirn zu gucken, die man so in der Öffentlichkeit sieht. Und man lernt, wie gesagt, einiges darüber. Und man lernt auch, warum man sowas vermeiden sollte in real life. It's a trap. Es ist eine Trap auch für einen selbst, weil ich fange langsam an, unkritisch über das Christentum nachzudenken. Und ich bin in Real Life, ich bin so tief in dem Charakter drin, in Real Life, wenn jemand was Religionskritisches sagt, bin ich in der ersten Sekunde immer ein bisschen offended. So, warte mal, also ist ja eigentlich anders. Und dann fällt mir ein, warte mal, eine Sekunde mal, das war andersrum. ihr habt schon recht. Ja. Das ist schon ein bisschen creepy. Also das hatte ich aber auch so ein bisschen. Ich kam ja auch von einem anderen Projekt, habe da einen Typen gespielt, war da auch gar nicht zufrieden mit, bin da auch nicht angekommen. Habe mir dann Diggins ausgedacht, dachte mir so, gestorben wird immer. Du hast ja immer sozusagen irgendwie eine Daseinsberechtigung und alles, ne? So einen alten komischen Kauz spielst du jetzt einfach mal. Wie ich auf den Gedanken gekommen bin, ich habe Lucky Luke geguckt und der Bestatter da drin ist auch so ein alter komischer Kauz. Und so bin ich da auch irgendwie so ein bisschen hin zugekommen, habe mich dann auch massiv informiert, so was damals gang und gäbe war, so was so Stand of Art war bei Bestattern, ja. Zum Beispiel dieses Thema mit der Feuerbestattung, Krematorium und so weiter, das ist gerade erst so auf den Markt gekommen durch die Weltausstellung und alles, ja.
Und das ist dann immer relativ interessant zu sehen, was die Leute so IC alles dann da raushauen. Ja, ich will jetzt verbrannt werden und alles. Oder, keine Ahnung, auf den See verschüttet werden. Wie auch immer. Und das ist dann immer super interessant, dann auch mal anzuschauen, wie die anderen Leute das dann so sehen. Und man selber so massiv in diesem Thema drin ist, ja. Und was ich auch noch festgestellt habe, bei Diggins habe ich relativ viel reingepackt, so an Infos. Und bei dem Char Harry habe ich gesagt, okay, der kann das, das, das und das nicht. Der kommt von der Straße und das war's. Also ich habe da so wenig Infos quasi reingesteckt, wie es nur geht, um möglichst viel den Char weiterentwickeln zu können. Ja, ach so, wenn es darum geht, wie detailliert der Hintergrund ist, der ist bei mir immer sehr detailliert. Bei mir findet dieser Prozess des Weiterentwickelns immer vorher statt. Also ich fange an mit der Idee, da überlege ich mir, woher kommt der? Das ist jetzt nicht unbedingt, ich finde ehrlich gesagt, das Elternhaus, ja, wenn man da nicht unbedingt drei Traumata reinschreibt, ist wirklich nicht so wichtig. Viel wichtiger ist die Entscheidung, die er in seinem Leben bisher getroffen hat. Also bei Alistair ist das, der ist eher so aus Versehen in diese religiös-extremistische Szene geraten. In den USA. Und aber das steht schon ziemlich genau fest vorher, wo die so sind. Also dieser dieser Prozess des Schreibens ist sehr iterativ. Das ist immer, okay, das steht jetzt, aber was könnte dann passiert sein? Was wäre, wie wäre das? So, und dann bis zum Ende, das ist manchmal echt schmerzhaft, weil man dann oft sehr lange an der Stelle bleibt. Aber bei mir zum Beispiel, ich gebe selten wirklich viel Raum dann im RP noch, sondern der steht schon fest und wird auf die Welt losgelassen, so ungefähr. Also ich habe noch nie einen Charakter gehabt, der, ja, ist John Smith, der ist in einem guten Familienhaus aufgewachsen und wollte einfach mal die Welt sehen. Ein Abenteurer, der absolut mal Tagelohn macht, Tagelöhne arbeiten verrichtet und mal sehen. So, das ist super legitim und es führt auch zu viel RP, aber das ist nicht mein Ding. Ich habe immer hochstilisierte Charakterrollen, würde ich mal sagen. Ja, das habe ich auch schon festgestellt, dass da gerade in der Erstellung schon die Leute so weit auseinanderdriften, was der Char, also was der Sinn des Chars sozusagen ist. Und ich glaube, wenn man diese Sinnhaftigkeit des Chars im Vorfeld irgendwie definiert, dadurch entsteht ja auch die Char-Story und alles drumherum, was man sich dazu aneignet. Und dadurch entsteht dann ja auch entsprechendes RP danach. Das heißt aber nicht, dass wenn man sich wenig im Vorfeld irgendwie informiert, dass man dann einen schlechten Char spielt. Oder? Nicht unbedingt jedenfalls. Es kommt aber darauf an, der Vorteil bei gut vorgeschriebenen Charakteren ist, dass man seine Entscheidung immer auf etwas basieren kann. Du hast den Char quasi klar vor dir, du weißt, was seine Ideale sind, du weißt, wie der so drauf ist, was er in der Vergangenheit gemacht hat. Und dementsprechend kannst du jetzt die Entscheidung gut treffen. Wenn du einen relativ leeren Char hast, würde ich behaupten, dass du die Entscheidung ein bisschen zielgerichteter triffst, so wie du jetzt willst, dass sich das RP entwickelt. Oder vielleicht sogar, Gott bewahre, OOC entscheidest. Also das Potenzial, würde ich sagen, bei weniger umfangreich vorbereiteten Charakteren ist eher, dass man ein bisschen opportunistisch wird und sich selbst mehr reinfließen lässt als die Figur. Was ja häufig so praktiziert wird und auch zu RP führt. So ist es ja nicht. Das ist halt anders. Was sagst du noch dazu, Rai? Bevor wir jetzt richtig in die RP-Philosophie einsteigen. Dann würde ich aber so unterschreiben, ja. Perfekt. Gut, dass wir drüber gesprochen haben. Übrigens, Kiki, dass das Hyperfixation ist, ist eine Unterstellung. Sowas passiert mir nie. Ich gucke jetzt gerade auch mal kurz in den Chat. Gotti hat geschrieben, dass ich sie übelst verängstigt habe am ersten Tag. Das tut mir auch leid. Harry ist so ein kleiner Dumbo, der gerne mal so ein bisschen liebe dein Plakat. Unangenehm ist. Toll. Ja. Plakate zu schreiben mit einem Char, der nicht lesen, schreiben, rechnen kann, das ist schon eine wilde Aktion, auf jeden Fall. Und ja, eine Entpriesterung würde mir sehr gut tun. Bin ich der Überzeugung. Total. Gut. Dann kommen wir mal ins Eingemachte, deswegen, weil, glaube ich, alle hier mehr oder weniger sind.
RP-Philosophie. Erste Frage direkt. Warum spielst du überhaupt RP und was gibt dir das RP? Wer mag anfangen? Ich fange halt mal an. Gut. Also ich spiele RP, weil es mir einfach ungeheuer viel Spaß macht, in einen sozusagen anderen Menschen reinzuschlüpfen, zu verstehen, wie der tickt und wie der funktioniert. Und auch einfach mal komplett was anderes zu sein. Zum Beispiel Maxi hat teils was von mir OOC, teils aber auch gar nicht. Vier ist zum Beispiel das komplette Gegenteil von mir. Sie ist so ruhig, sie ist einfach so ein bisschen creepy, sagen ja manche einfach. Sie ist einfach so ein bisschen ein wenig bedachter und sie zum Beispiel versteht halt, das habe ich dir eine sehr, sehr große Schwäche, die ich gegeben habe, dass sie nicht versteht, was Geld ist. Mhm. Also du kannst du einen Dollarschein geben und die wirfst du ins Feuer, um damit das Feuer anzuzünden. Weil sie einfach nicht dafür erstellt wurde, mit Geld zu hantieren. Beispielsweise, wenn ihr jemand Geld gibt für eine Behandlung, die sie ihr gemacht haben oder so, dann sagt die, sie will lieber Essen dafür haben, weil sie was damit anfangen kann. Mhm. Das kenne ich noch aus deinem Char-Konzept von damals sogar noch. Das ist Achtung, was damit sagt, stimmt. Ja. Und warum ich so OOC spiele, keine Ahnung, es ist halt irgendwo schon eine OOC-Flucht so. Wenn man von einem stressigen Arbeitstag aus dem Krankenhaus wiederkommt, dich jeder Mensch nur noch nervt, weil das nicht passt, sondern dann liegt da eine Flasche falsch und dann stiegt zu weit rechts oder sowas, weißt du, und dann gehst du ins OOC und kannst du einfach mit Maxi mal jemanden in die Fresse hauen, weil wenn ich gerade blöd angucke, weißt du, so eine Aktion ist es halt dann so, kannst so dich in eine andere Welt lassen und dich damit zu OOC auch irgendwo entspannen, weil du einfach dann nicht mehr wirklich, das hört sich irgendwie creepy an, wenn ich das sage, du bist einfach nicht mehr du. Du bist einfach irgendwas anderes, das eine ganz andere Stimmung hat, die du verkörpern musst. Das heißt, du lässt deine OOC-Stimmung IC raus? Nee, eben nicht. Ich meine ja, ich kann mich dadurch, weil ich diesen Char ja dann genau anders spielen muss. Zum Beispiel, wenn ich jetzt von den stressigen Arbeitstag nach Hause komme, ich bin genervt und ich gehe in Hexi rein, also in hier in Jafir. Das ist dann super Hexi und Maxi, das muss man einfach mal gerade sagen. Ja. dann, ich muss genau anders sein. Ich muss ruhig sein, ich muss bedacht sein, ich muss nachdenklich wirken, weißt du? Und damit bringe ich mich sehr, sehr gut runter mit Hexi, weil Maxi ist einfach so ein ruhiger Char. Meditativ sozusagen. Ja. Es ist, wie gesagt, ich muss mich dann auf eine komplett andere Stimmung einlassen und damit entspanne ich mich OOC total. Mhm. Aber ich lasse IC nicht meine Stimmung raus. Das nicht. Das ist wichtig und richtig. Ja, und das ist ja auch nur ein Fail. Das macht dann auch keinen Spaß für den Gegner. Also man denkt sich einen guten IC-Grund aus. Richtig, das kann man auch machen. Die Nase passt mir heute nicht. Genau. Dann gehen wir hier mal zur anderen Nase. Tiny, was? Ich muss ehrlich sein, ich bin unglaublich süchtig nach Anerkennung. Das ist mein treibendes Ding. Anerkennung und Aufmerksamkeit in der Hinsicht. Wenn ich was auf einer Bühne mache oder irgendwas darstelle und andere das gut finden, dann ist mein Lebenszweck erfüllt. Das ist leider 90% meiner Motivation, muss ich ehrlich zugeben. Und der Rest ist natürlich auch das, was ich schon sagte, das Hineinversetzen, das Darstellen an sich ist vielleicht 50% dieser Anerkennung und die anderen 50% einfach diese Immersion. Ich würde die Immersion oder das Suchen von Immersionen wirklich als meinen Lebensinhalt betrachten. Egal wie. Ich habe das früher gemacht, ich bin abgetaucht in Games, in Filme und so weiter. Ich bin richtig da drin gewesen. Ich war auch sehr viel gerne in Themenparks, weil da die Atmosphäre, also in amerikanischen Themenparks, die Atmosphäre halt so vereinnahmend ist. Und das RP ist was, wo ich das wiederfinde. Dadurch, dass sich alle darauf einigen, dass sie eben nicht OOC sprechen, sondern in Character und Teil der Welt sind, was ich an sich, ich meine, das Krasseste am RP sind nicht die Features und das Technische, sondern die Tatsache, dass wir alle diesen Vertrag miteinander eingehen, wenn wir IC sind, in Character zu sein. Das ist das Wertvollste daran, das ist eigentlich auch unschätzbar, weil man dadurch erst diese ganze Sache ausleben kann. Es ist
unglaublich cool und wertvoll, dieses Ganze. Dementsprechend ist das so meine treibende Kraft, die Immersion und die Anerkennung dafür. Also wenn ich in einem Feedback-Channel lese, ey, die Predigt war geil, oder bei meiner ersten Predigt haben sie im Bürgerchat geschrieben, ich fange langsam schon an, OC an Gott zu glauben, dachte ich so, Bruder, da ist mein Tag einfach gemacht. Da muss ich wirklich, das muss ich zugeben. Das ist auch eine Sache, das enjoy ich einfach unglaublich. Ja. Und der Rest ist halt klar, das Darstellerisch-Künstlerische, das Reinversetzen und so. Das ist das Ding. Und das ist auch der Grund, dass ich Immersion suche und versuche, den Charakter so getreu oder so konsequent wie möglich zu spielen, was mir gar nicht immer gelingt. Das mache ich mir gar keine Illusion. Aber dadurch kann ich auch nicht ins EP gehen, wenn ich OOC gerade keine Zeit oder keine Motivation oder irgendwie, wenn OOC Sachen, die Dinge kompliziert sind, wenn die Umstände gerade schwierig sind, wie es jetzt bei mir zum Beispiel privattechnisch ist, und man wenig Zeit findet abends, dann gehe ich auch nicht IC, weil ich weiß, wie das ist. Ich habe das gemacht. Ich habe Erfahrung darin, wie das ist, wenn man einfach kalt ins RP geht, ohne sich groß darauf vorzubereiten. Man stolpert in die Tür rein, man geht rein, obwohl man gerade eigentlich gar keinen Bock hat. Ich persönlich kann nicht 100% in den Charakter schlüpfen, sondern ich merke immer wieder, wie ich rauskomme. So, und da mache ich lieber was anderes. Dann gucke ich lieber einen Film oder so und versuche mir das so zu holen. Aber ich kann dann Alistair, weil der so weit weg von mir selbst ist, nicht mehr verkörpern. Das funktioniert einfach nicht. Bei meinen ganzen Charakteren geht das nicht. Dementsprechend ist es bei mir gerade andersrum. Also wenn ich OOC gestresst bin, dann finde ich im RP keine Entspannung, sondern es ist einfach noch mehr Stress. RP ist für mich grundsätzlich relativ stressig. Ich finde dieses Bild, was du da gerade eben gegeben hast, mit dem, dass wir alle einen Vertrag eingehen, richtig schön. Also das sollten viele sich noch mal vor Augen führen, dass wir einen Vertrag sozusagen unterschrieben haben, dass wir einen fiktiven Charakter spielen. Und wenn man dann zu sehr halt ins OOC dann reingeht, dass man dann eine Art Vertragsbruch, ja, sozusagen nachgeht. Übrigens, vielen Dank an die gerade im Chat so liebe Sachen schreiben. Vielen Dank. Die Fanbase ist da, die wollen dich in der IC sehen. Ich habe echt so viele tolle Leute kennengelernt in der RP-Community. Es ist unglaublich. Also, vielen Dank an alle im Chat. Liebe geht raus. Oder zurück. Und ich stibitze in euch heute. Gut, dann kommen wir mal zu den fiesen Fragen. Was stört dich an deiner Spielweise? Das ist so eine böse Frage, aber so gut. Da muss man selbst reflektieren. Das ist nicht einfach. Das habe ich mit Abstand am meisten. Großem Abstand. Ich bin gespannt. Hau raus. Ja, soll ich? Mhm. Ja, bitte. Mir fehlt mir persönlich in meinen Chars manchmal die Tiefe. Ich merke, wie ich mich zurückziehe auf bekannte Muster und eine bekannte Tragweise. Bei Atticus habe ich das noch viel schlimmer gespürt. Der hat immer und ausschließlich so geredet. So ein bisschen, er war brodelnd, er war ein bisschen so doppelzüngig und immer ruhig. Und damit nehme ich mir sehr viel von der Experience weg, weil ich damit in Dialogsituationen immer gewinne. Oh, das ist scheiße. Ja, wenn man immer gewinnt im RP, macht das keinen Sinn. Dementsprechend, das ist eine Sache, die kriege ich bis heute sehr schwer aus mir raus. Auch Alistair verfällt immer wieder in diesen Trott, deshalb sagen die Leute auch immer, der labert nur. Der ist manchmal nicht authentisch genug für meinen Geschmack. Der bewegt sich immer auf dieser Metaebene von oben und allein durch den Sprechakt, den der da von sich gibt, ja, diese Art und Weise, wie er spricht, labert er die Leute in den Boden, aber dabei geht so ein bisschen die Fähigkeit verloren, tatsächlich zu reagieren, also auch vom Ton her. Das ist eine Sache, die mich ein bisschen nervt. Darf ich da kurz einmal einhaken? Hm?
Denkst du, dass du dann zu wenig Emotionen zeigst, weil du dann vielleicht zu sehr ins OOC driftest? Also, wir sind ja keine gelernten Schauspieler oder sowas und dass uns das dann irgendwie mitnimmt oder so? Das ist nicht OOC, nein, überhaupt nicht. Das ist einfach der Char, also ich baue durch diesen Char quasi so eine Mauer auf, ja. Und der, natürlich reagiert er inhaltlich auf die Sachen, aber der Char fühlt es nicht. Und das ist eins meiner größten Laster. Ich kann den Char das nicht fühlen lassen, irgendwie Mitgefühl oder so. So weit bin ich noch nicht. Ich bin nicht so weit, dass ich das unbedingt hinkriege, sondern vielmehr ziehe ich mich zurück auf diese Plattform, auf der ich dann immer stehe, weißt du? Und dann laber ich, aber das Gefühl geht dann manchmal zurück. Aber ich arbeite dran. Also das versuche ich authentischer zu gestalten. Und dementsprechend auch ein bisschen dynamischer, wenn man so will, weil das fehlt. Wie gesagt, ich gelange schnell in diesen Trott. Ja. Was habe ich noch? Genau, die fehlende Menschlichkeit habe ich schon. Ich suche niemals Gefahren auf. Ich spiele wahnsinnig safe. Ich zögere enorm, wenn es darum geht, Entscheidungen zu treffen, die den Char gefährden könnten oder die, was andere halt interessantes RP nennen würden, zu machen. Dementsprechend bewegt sich mein Char auch nie von der Stelle. Wenn der ist immer so an einer bestimmten Stelle, ja, wie Alistair jetzt auch, der ist jetzt seit fucking Monaten an der gleichen Stelle, gefühlt, ja. Ich sehe, die Satanisten kriegen Zuwachs, ich sehe, die anderen Fraktionen kriegen Zuwachs, ich sehe, ganze Fraktionen werden geboren aus dem Boden und wieder zurückgestampft, ja, wie jetzt zum Beispiel die Cavalry. Und ich stehe da, hatte eigentlich vor, eine eigene Fraktion zu machen und es passiert einfach nichts, weil ich mich nicht traue. Ich traue mich nicht, Leute tatsächlich einzuweihen in die Sache und spiele es lieber safe. Das fuckt mich übel ab über mich selber, dass ich immer auf der Stelle trete, weil ich mich einfach nicht traue, die Gefahren einzugehen, quasi den Char zu offenbaren und das Risiko eingehe. Ich bin aber auch ein bisschen verbrannt, weil ich gerade auf dem anderen Projekt mit Atticus gerade durch den Char verraten wurde, den einzigen Char, den ich so richtig eingeweiht habe. Ja, einer der einzigen. Dementsprechend, das ist vielleicht auch ein bisschen OOC-bedingt tatsächlich an der Stelle, dass ich da einfach nicht, ich ziehe nicht durch. Ja, ich bin nicht so wahnsinnig ins Gesicht damit, wie ich gerne würde. Durchziehen, ich stehe mir wieder im Weg. Ja, das Overthinking dabei halt, ne? Also, ich mache das halt, weil ich denke, ja, was, wenn das so ist und wenn das so ist, dann schiebe ich es auf, das Telegramm, im Telegramm zu antworten, schiebe es auf, irgendwie das gerade zu machen, weil ich denke, ja, vielleicht gibt es da noch eine bessere Situation und dann verreckt es halt. Ja, dann brauchst du nur noch so eine OOC-Phase, wie ich gerade habe, dass ich halt kaum ins RP komme und verreckt das alles reihenweise. Es ist wirklich frustrierend. Ich kann immer noch nicht, ich habe wirklich viel dazu, und ich kann immer noch nicht verlieren. Ich versuche das, aber meine Planung und meine ganze OOC-Denkerei über den Char ist immer noch, ich will das Ding gewinnen und ich will den anderen übervorteilen. Das ist eigentlich total toxisch und das sollte auch nicht so sein. Und wenn man weiß, mit wem man zu tun hatte, man weiß, dass der andere da gutes RP draus macht, wie zum Beispiel mit Dani, mit dem habe ich hervorragende Erfahrungen gemacht, OOC, auf dem anderen Projekt, da waren wir nämlich auch Gegenspieler, mit seinem Jim McFoley war der Hauptgegenspieler von meinem Atticus, der hat fantastisches RP draus gemacht, wenn man ihm quasi was gegeben hat, ja, und da war man auch bereit, quasi das Risiko einzugehen und dann so einen Kampf draus zu machen, aber meine Grundeinstellung ist leider immer noch, und da versuche ich rauszukommen, ich will das gewinnen und ich gebe allen nur so viel, wie sie gerade brauchen, damit ich überlebe. Das mag manchmal von Vorteil sein, insbesondere wenn man mit dem Lore zu tun hat, weil es gibt Lore-Spieler, die einfach gewinnen wollen und dementsprechend muss man da auch vorsichtig sein, aber die Kehrseite davon ist halt, wenn du nichts preisgibst, nichts offenlegst und nicht bereit bist, quasi irgendwie deine Schwachstellen zu zeigen, dann verreckt das RP halt irgendwann und du bist halt so, wie Alistair gerade ist, an einer Stelle, machst immer das Gleiche und es passiert einfach nichts. Wenn von außen niemand einschneidet, da rein in dein RP, wie zum Beispiel, wenn du überfallen wirst und dann kommst du irgendwie ins Gespräch oder so, passiert bei dem Char original gar nichts. Das stört mich an mir selbst am meisten. Insgesamt sind ein paar Sachen. Also der Punkt mit dem Verlieren, das ist wirklich so ein Ding, das musste ich auch ein bisschen lernen durch Schmerz tatsächlich dann auch. Aber wenn ich jetzt mal so ein bisschen Revue passieren lasse,
So die Sachen, wo ich irgendetwas verloren habe, IC, das waren eigentlich so Schlüsselpunkte sozusagen, wo ich Sachen weggegeben habe, freiwillig, oder mir Sachen unfreiwillig weggenommen wurden. Das sind so die Punkte, wo viel RP drumherum entstanden ist und mein Char auch dran gewachsen ist. Also das sind Chancen, Stränge aufzubauen. Und ich denke, vielleicht, wenn du das so ein bisschen im Hinterkopf, präsenter im Hinterkopf irgendwie hast, dass das vielleicht dann noch mal ein bisschen Drauf an. Also ich versuche schon RP zu generieren durch Predigten und so, unter dem ich quasi auch selbst Events mache, IC. Mhm. Durch die Predigten, die Hochzeiten kommen jetzt auch wieder, wodurch auch OC leider gerade ziemlich verhindert bin, sonst wäre das viel smoother. Das auf jeden Fall. Aber es gibt halt Sachen, die meine Chars immer machen, die eigentlich einem die Todesstrafe einhandeln würden. Straight up. Und diese Crime-Seite von einem zu zeigen, offen zu zeigen, kann bei den richtigen Leuten RP generieren. Bei den anderen Leuten, insbesondere wenn es Lore-Spieler sind, die unbedingt auch gewinnen wollen, dann ist der Char halt weg. Und ich habe wirklich ein extremes Commitment in meine Chars und ich brauche erstmal eine Weile, bis ich dann überhaupt RP machen würde. Wieder. Und insbesondere auch bei dem Char jetzt, wahrscheinlich wäre das mein letzter. Wenn ich den nicht wie geplant zu Ende spielen kann, dann würde ich wahrscheinlich bis auf Weiteres erstmal mich anderen Dingen zuwenden. Weil ich das Commitment ist hardcore, also von dem Char, ja. Das steckt auch so viel Recherche drin. Man ist immer so egoistisch, dass man dann sagt, dann ist erstmal Feierabend, dann ist erstmal Pause angesagt. Ich kann nicht einfach von heute auf morgen auf einen neuen Char switchen. Das wäre absolut dünn und flach und scheiße. Offen gestanden. Mhm. Ja, also verstehe ich. Wenn du nicht den Abschluss hast, den du dir sozusagen erhoffst, dann ist das, glaube ich, durchaus schwierig. Das ist super egoistisch, aber das muss ich einfach zugeben. Ja, also bei meinem Char habe ich es mir halt selber ausgesucht. Deswegen kann ich da nicht mitreden, tatsächlich. Was wäre denn bei dir, wenn dein Char, warum auch immer, von der Lore gepackt wird, du sozusagen in Anführungszeichen verlierst und in den Knast gehst ohne Todesstrafe und dann wieder auch normal rauskommst? Das ist jetzt schon passiert ungefähr. Der Char windet sich halt. Also das wäre quasi kein wirklicher Verlust des Chars für dich, sondern das ist dann, also solche Sachen gehen für dich klar. Ja, also ich bin, glaube ich, IC schon haarscharf in der Todesstrafe langgeschraubt damals, weil mir leider eine Geißel, die ich genommen hatte, abgehauen ist. Ich habe es aus einer Vogelperspektive gesehen. Ja. Das war so scheiße. Also das bereue ich bis heute enorm, was dann im Abend passiert ist. Und das war blöd, ja. Da habe ich, das war mehr Maintenance als wirkliches RP, was ich da betrieben habe, weil ich einfach den Char auch retten wollte. Ja, und da bin ich nicht all in gegangen, habe dann gesagt, ey, dann ist der jetzt halt weg. Ich hatte noch viel vor mit dem Char und ich habe es auch immer noch. Also grundsätzlich kann Law-RP wahnsinnig vielfältig sein, aber also eigentlich, wenn es eine dynamische Gesellschaft ist und rauskommt, dass der Priester bei der Law war und verdächtigt wurde, dann halten eigentlich nur noch die Fanatiker fest. Die anderen sagen dann, oh, der ist ja komisch. Mach mal lieber nicht. Also natürlich, es ist grundsätzlich eine RP-Gelegenheit. Gar keine Frage. Okay, dann gebe ich die Frage von vor 20 Minuten gerade einmal weiter. Von der letzten halben Stunde, ja. Dann halte ich immer so toll. Also was mich persönlich ziemlich stört, ist, dass ich halt jetzt nicht so wie bei Tali, dass der halt zu defensiv ist. Ich bin einfach manchmal viel zu offensiv, dass ich relativ naiv mit manchen Dingen umgehe und gerne sehr, sehr viel preisgebe, aber meistens dafür auch nicht wirklich aufs Maul fliege. Das ist so mein Glück momentan gewesen. Auch das mit Ark, dass ich ihn damals bekehrt hatte, das war schon sehr, sehr weit aus dem Fenster gelehnt. Ich meinte, er hätte uns ja damals einfach verraten können, ne? Hätte er Bock gehabt, aber er hat es ja nicht gemacht, er hat es ja angenommen, das RP, und das ist auch sehr, sehr gut. Bin ich auch sehr, sehr froh drüber, und es ist halt immer ein bisschen schwierig. Manchmal so, wie weit versucht man es, andere Leute dann für sich zu gewinnen, ohne dass man da gleich dafür einen Besuch von den Laws kriegt. Das ist schwierig. Deswegen finde ich das immer sehr, sehr cool, wenn ich Leute IC anrede und so ein bisschen herausfinden versuche, wie die ihre Glaubensgrundsätze haben.
Und dann immer so beispielig deine Bemerkung gebe, ja, schau mal, du kannst auch so leben und so. Und die das dann nicht direkt verwenden, um das den jemanden nächsten so zu quatschen, um dass man direkt jemanden zerschlägt. Es ist halt schwierig, dass halt dann du versuchst, was Geiles aufzubauen, und dann gibt es halt die Leute, die wollen es direkt dann im Keim ersticken. Das ist dann ein bisschen schwierig, aber Gott sei Dank ist bis jetzt die ganze Kultangelegenheit noch größtenteils ohne Meta so vorangelaufen, nur dass wir weggemetert wurden auf ganz üblem Niveau. Das ist Ja. super interessant, jetzt mal so zu hören, weil ihr beiden sozusagen gegensätzliche, ja, in Anführungszeichen, Schwächen habt oder was euch an euch quasi stört. Das Also da muss ich ist. aber auch sagen, so bei mir hakert es ganz oft easy an der Planung. Ich lasse mich gerne im RP mitreißen, wenn Leute mich auf eine neue, keine Ahnung, auf eine neue Idee bringen, dann mache ich die mit. Aber ich selber da was zu finden ordentlich und daraus geiles RP zu machen, ist immer ein bisschen schwierig für mich, muss ich ehrlich sagen. Zum Beispiel auch diese ganze Geschichte damals mit den 18 Schlüsseln, um Ark damals zu bekehren, ne? Es war so nie geplant. Ich habe einfach nur aus mal Spaß, weil meine Hexe ja wieder ein bisschen durchdrehen sollte, da einfach mal eine Schrift an die Wand geklatscht. Und dann hat die irgendjemand gefunden und es ist komplett durch die Decke gegangen. Es war so Gesprächsthema, also auf ganz üblem Niveau, und dann kam irgendwann Ark dazu und dann habe ich erst richtig angefangen damit, muss ich ehrlich sagen. Das war eigentlich ein Strang, der nie so geplant war. Und das war ziemlich cool, dass dann die Leute auch noch mitgemacht haben. Ja, ist doch schön. Ja. Und was mich ganz, ganz massiv stört, das ist aber so echt ein OOC-Problem bei mir. Ich bin Jetzt OOC kommt's. in fremden Gesellschaften, also wo ich Leute nicht wirklich gut kenne, sehr, sehr schüchtern. Das glaubt man jetzt wahrscheinlich nicht. Aber ist es so? Und ich habe das IC-Problem leider auch. Dass zum Beispiel, ich bin mit Maxi gerade alleine unterwegs. Ich könnte niemals mit einem meiner Chars wirklich, bis Char getreu wäre, in einen scheiß Saloon gehen und da zum Beispiel mit Maxi, keine Ahnung, erstmal die Sau rauslassen. Das geht nicht. Ich muss immer jemanden dabei haben, weil sonst traue ich mich da zum Verrecken nicht rein. Bei V4, da versuche ich momentan das Problem zu beheben und dann gehe ich trotzdem rein, aber kriege dann immer kein Wort raus. Also jemand redet mich an. Oder das Gespräch passt einfach gerade, aber ich schaffe das nicht. Ich kann davon allein aus keine Konversation führen. Das funktioniert einfach nicht. Ja, das sind so meine drei Hauptprobleme, die ich so habe. Also das Problem fühle ich auch. Also IC fühle ich es halt nicht, weil ich das da nicht habe, weil ich mir denke, okay, die Leute sind weit weg von mir. Das ist mir relativ egal. Aber OC habe ich das halt auch so, dass ich gar nicht auf fremde Leute irgendwie so zugehen kann und sagen kann, hey, moin, wie schaut's aus? Was los? Das kriege ich halt auch gar nicht hin. Ich muss mir da jedes Mal direkt überlegen, was ich sage, wie ich es sage, bevor ich diese Person anspreche, wenn ich die nicht kenne. Das Und ist dann kommt es nie so furchtbar. raus, wie man will. Ja, und dann kommt es irgendwie ganz komisch raus. Naja. Richtig weird, würde ich Bei sagen. mir ist das auch so rum wie bei Viking, würde ich sagen. Also das ist OC, das ist aber eine grundsätzliche Krankheit eigentlich, dass Leute nicht mehr einfach so miteinander reden, sondern nur, wenn sie sich schon kennen oder introduced werden. Man redet überhaupt nicht mehr mit Leuten, wenn man irgendwo wartet oder irgendwo gemeinsam im Zug sitzt oder so. Das ist eher cringe, ja, wenn man das macht. Aber Wird ja auch so regarded, ja. wenn man das dann macht, mit irgendwem spricht, zum Beispiel im Zug, dann, wenn man sich da Das ist immer hinsetzt und cool. dann da einer ist, das ist jedes Mal cool, das Gespräch. Das ist wild, ja. Ich Danach habe fühlt man damals. sich so richtig wie der Baba. Ja, das mache ich das nächste Mal auch. Nächstes Mal sitzt man im Zug, Das ist denkt voll sich so, geil. oh nee, nee, also heute fühle ich mich denn nicht danach. Also Mich hat im ich Zug mal glaube, jemand das. angesprochen, Ja. weil ich dann D&D-Regelwerk gelesen habe. Und da ist sich so interessiert dafür. Und so haben wir so ins Gespräch gekommen. Der ist jetzt auch bei dem Projekt dabei. Das ist total cool. Also, Ja. das passiert. Also reden ist eigentlich immer eine tolle Sache, aber man traut sich halt nicht. In Ich IC glaube, ist es ja das. auch einfacher, weil, also für mich jedenfalls persönlich, weil da hat man diesen Char als Schutzschild quasi. Ich habe ja immer sehr, also außerordentlich extrovertierte Chars, und inzwischen sind die so mein Gateway da rein, weil ich kann in Real Life auch total schlecht mich in Konversationen injizieren. So, weißt du, das geht irgendwie gar nicht. Also schwierig jedenfalls, viel schwieriger als IC. Gut, gehen wir mal eine Frage weiter.
jetzt waren wir bei euch. Was stört euch bei anderen? Aber bitte keine Namen nennen. Das ist sonst unfair, weil der oder diejenigen sich ansonsten dann nicht wehren können. Maxi. Warum sagst du jetzt meinen Namen nach der Frage direkt? Also ja, weil du als letztes eigentlich dran warst. Deswegen bist du jetzt dran. Was mich an anderen stört, ist oftmals, das wurde aber glaube ich schon mal gesagt hier in den Podcast, dass es halt Leute vertiefen sich so auf diese Char-Story, die sie haben. Ich meine, es ist ja irgendwo schon okay, aber wenn du damit kein RP generierst und du bist einfach nur so ein Char, der keiner kennt und keiner was mit dir anfangen kann, dann musst du doch irgendwann den Punkt haben, wo du sagst, dann entwickle ich meinen Char weiter und sich nicht so darauf vertiefen, ich bin jetzt das und ich muss jetzt auch das bleiben, weißt du? Du musst ja auch deinen Char entwickeln lassen. Und das machen manche einfach nicht. Und das stört mich massiv, muss ich ehrlich sagen. Wenn dann so Leute drauf sind. Oder wenn sie, keine Ahnung, halt Meta ist immer scheiße. Ich meine, ja. Es gibt so zwei Arten von Meta. Ich muss sagen, ich finde mich Meta nicht immer scheiße. Solange es der Gegenpartei, den du in Anführungsstrichen wegmeterst, das RP annimmt und es ihm auch super gut gefällt, weißt du? Er findet es gar nicht negativ, dann finde ich das irgendwo auf einer Weise auch schon okay. Ich würde es jetzt nicht selber machen, also da nicht. Aber solange das einem selber dann Spaß macht und die Gegenpartei auch super viel Spaß hat und daran nichts kaputt geht, weil man zum Beispiel kann und man kann nicht verlieren und dann mete ich den Dreckshund halt weg, das ist dann nicht okay. Aber ich finde, solange es den anderen Mega-AP bietet, er daran Spaß hat, finde ich das auch irgendwo okay. Aber ansonsten bodenlos. Ekelhaft. Das kann man so stehen lassen. Ja. Dann gebe ich die Fackel mal weiter. Heini? Was ich nicht leiden kann, ist, wenn man bei den Leuten hört, dass sie keinen Charakter spielen, sondern nur selber reden. Ich weiß nicht, wie ich das am besten beschreiben soll. Bei manchen Leuten hört man IC einfach, dass sie dass dieser Charakter nur eine Farce ist und sie eigentlich nur quasi OC miteinander reden, mit so leichten Änderungen. So, wenn die Leute nicht so richtig sich hineinversetzt haben in ihren eigenen Char oder vielleicht gar keinen Char spielen, der von ihnen ein bisschen differiert und halt nicht aus ihrer Komfortzone gehen und hauptsächlich Saloon-RP machen und so, da komme ich persönlich nicht rein. Ich weiß nicht, ob das an meinen Chars liegt, die da kaum irgendwie drankommen. Oder ob das grundsätzlich immer geblockt wird, das kann ich jetzt gar nicht beurteilen. Aber ich mag es nicht unbedingt, wenn in ernsten Situationen dann so gescherzt wird und man merkt richtig, das war jetzt keine Entscheidung des Chars, sondern das war die OC-Person dahinter. Kann ich überhaupt nicht leiden. Aber ich weiß gerade auf Anhieb gar nicht, wie man das ändern soll. Das hat mit dem ganzen Anspruch an RP oder irgendwie zu tun, dass man OC spricht und nicht in Character. Ganz schwer zu sagen, wie man das also macht. Also das ist dann kein Roleplay, sondern ein Selfplay. Das ist so ein bisschen Second Life halt. Ne? Also es ist einfach Second Life mit Revolvern. Irgendwie. Das merkt man manchmal. Gefällt mir persönlich nicht und ich komme da auch nicht dran. Vielleicht liegt es auch daran. Also ich habe das Gefühl, für meine Chars ist sowas immer maximal geblockt. Diese Art von RP. Dann Kreise. Nutzt eure Umgebung, bitte, ich flehe euch an, wenn ihr einen Saloon habt, wie in Blackwater, und ihr steht vor der Tür im Kreis, bricht das nicht nur die Immersion, es ist wirklich einfach blöd. Steht mindestens an der Theke oder irgendwo anders, es ist gar nicht Blackwater, es ist in Rhodes tatsächlich, es geht das sogar noch, aber grundsätzlich, nutzt die Umgebung, nutzt die Stühle, die Bänke, die irgendwas anderes, aber stellt euch nicht in den Kreis, dann das sieht aus wie GTA-RP, wo 15 Leute im Kreis stehen und miteinander reden. Das passiert authentischerweise nicht so häufig, wie es IC passiert. Und ich merke selber, was für einen Sog diese Kreise haben. Ja, weil du kriegst einfach ums Verrecken kein RP, wenn du nicht im Kreis stehst. Du gehst da rein, du bestellst dir was, du setzt dich auf den Stuhl und es passiert einfach gar nichts. Wie auch, ja, meinetwegen sucht man sich einen Stuhl, wo dann Leute vorbeikommen und dann redet man die währenddessen an. Das wird dann geblockt, damit die so schnell wie möglich wieder in den Kreis kommen. Das ist für mich
so schlimm, ist es wirklich furchtbar, weil gerade durch so eine Sitzordnung im Saloon und so entsteht viel dynamischeres RP. Da geht man mal von dem Tisch zum nächsten und da man steht mal von seinem Tisch auf, um an dem Tisch darüber zu reden. Das ist viel geiler, als davor zu stehen und den Saloon einfach wie so ein Hub zu benutzen. You know? Also das würde ich unbedingt sagen, das ist eine Sache, die mich sehr, sehr stört. Die Umgebung nicht zu nutzen, weil das auch heißt, dass die Leute die Umgebung nicht als reale Welt sehen, sondern auch nur als so durchsichtige Plattform irgendwie. Keine Ahnung, wie ich das beschreiben soll. Mhm. Dann Macht- und Ego-Trips, aber das ist ja irgendwie auch klar. Also Leute, die auch ohne Meta-Informationen nur auf Gewinnen aus sind, insbesondere wenn sie I-Szene Position haben, die sie mit besonderen Rechten ausstattet. Das ist richtig geil. Wenn sie darauf achten, dass sie auch ein Gleichgewicht hinkriegen. So finde ich richtig gut. Würde ich aber sagen, ich wüsste nicht, wer gerade irgendwie, dass das gerade ein akutes Problem ist. Also gerade scheint die Lore wirklich sehr auf RP aus zu sein. Würde ich mal sagen. Aber ich habe auch gerade nicht so viel mit der Lore zu tun. Ist aber ein grundsätzliches Problem. Dann, wie gesagt, kein Miteinander. Die Impulse des RPs werden nicht angenommen und weitergeführt, sondern geblockt. Fängt ganz klein an, wenn man Telling nicht annimmt oder Items, über die was erzählt wird, das nicht als solche annimmt, hatten wir ja schon. Oder aber auch halt im großen Stil, ne, dass man nur so seine Linie durchfährt, nicht auf die anderen wirklich eingeht. Davon, wie gesagt, kann ich mich selber auch nicht freisprechen, aber das ist eigentlich eine Sache, die man ablegen sollte. Genau. Achso, Trennung von OC, IC ist auch so eine Sache, die mich ein bisschen stört. Vor allem, wenn man die ganze Zeit OC darüber spricht, was IC passiert ist, insbesondere im Public Chat. Da verschwimmt diese Grenze zwischen Charakter und Spieler einfach ungemein. Und das ist nicht mal bewusst. Die Leute selbst können vielleicht sagen, ich kann das trennen oder so. Aber wenn die Leute immer nur von sich selbst sprechen und damit ihren Charakter meinen und umgekehrt, dann verschwimmt das irgendwann so enorm, dass das Community-Zusammensein auf dem Discord das gleiche ist, als wenn du IC wärst. Und das finde ich, das ist schädlich fürs RP. Genau. Und eine Sache, die mich persönlich stört, aber das hängt wahrscheinlich auch mit meinem Char zusammen oder mit meinen Chars, die ich versucht habe zu spielen, dass sie nicht bereit sind, andere Ideale anzunehmen oder die Ideale anzunehmen, die in dem Setting passend sind. Ich höre viel häufiger, ja, ich glaube nicht an Gott, ich glaube eigentlich nur an mich selbst oder wenn dann irgendwelche nordischen Götter, die damals in den USA, nicht, dass ich wüsste, dass sie eine große Rolle gespielt haben, aber für mich als christlichen Prediger, der versucht, seine Fanatiker um sich zu scharen, ist es sehr frustrierend, wenn man immer hört, ja, ich glaube gar nicht an Gott und so und ich glaube nur an mich selbst und das reicht schon irgendwie. Das steht ja sogar auch im Regelwerk so drin. Das ist der einzige Grund, dass das in diesem RP-Guide stand, der einzige Grund, dass ich mit dem Christentum, mit diesem Char All-In gegangen bin, weil ich die Hoffnung hatte, dass ich dann so eine gemeinsame Base habe und von da kann es dann nur noch extremer werden. Aber ich fange leider mit dem Christentum nicht hier an, sondern ganz hier unten. Damit meine ich gar nicht das Wissen, ich habe selber vorher auch keine Ahnung davon gehabt, sondern die Bereitschaft, das quasi anzunehmen. Du kannst dir keine Extremisten und Fanatiker aufbauen, wenn sie schon gar nicht an Gott glauben. So. Und das Erste, was man immer hört, ist immer die Theodizee-Frage. Ja? Wie kann Gott Leid zulassen? Wenn du da halt keine Argumente hast, die Leute überzeugen, und es gibt in fucking real life echt einige ziemlich saubere Varianten, das zu begründen. Aber leider geht das an vielen vorbei. Ich habe mir schon die möglichst besten Argumente rausgesucht für die Theodizee-Frage, um das irgendwie drüber zu bügeln, dass man weiterkommt. Aber am Ende, ja, klingt ganz nett. Aber da sich viele halt nicht damit auseinandersetzen wollen, was sie auch nicht müssten. Ich setze nichts voraus mit dem RP. Aber dann heißt es, ja, ich glaube nur an mich selbst. Und das klappt schon irgendwie. Also in Real Life klappt es ja auch, weil ich glaube nicht, dass Gott existiert. Im wahrsten Sinne musst du ja nur Ja und Amen sagen. Ja, es ist halt genau das. Ja, das würde das RP enorm elevaten, aber es funktioniert halt nicht. Ich habe mehr Zweifler, als dass ich Leute habe, die sich wirklich drauf einlassen. Ich weiß aber, wie gesagt, nicht, ob das an meinem Char liegt und ob das auch eine egoistische Perspektive ist oder ob es tatsächlich ein allgemeines Problem ist. Mhm. Auf mich wirkt es jedenfalls ganz enorm. Also es hat großen Einfluss auf mein RP. Das war's jetzt aber endlich. Sorry. Ich habe jetzt gerade schon mal einen Blick auf die Uhr geworfen. Ich weiß nicht, wie das bei euch nach hinten hin aussieht, zeitlich. Haben wir noch Luft? Ein paar Fragen haben wir ja noch. Ja, okay, perfekt. Wunderbar. Genau. Du hattest ja eben schon gesagt, die typischen Saloon-Bubbles.
Bist du gerne in einer RP-Gruppe slash Bubble unterwegs oder bist du so alleine unterwegs und sprichst aber jeden an? Was ist da so dein Ding? Also du hast ja gesagt, du willst ja diesen Fanatiker oder eine Gruppierung aufbauen. Das heißt, Bubble-RP ist ja erwünscht bei dir. Dann. Ich habe halt keins. grundsätzlich alles und jeden. Ja, das ist ja auch die Strategie von solchen fanatischen, idealistischen Vereinigungen. Die holen sich alle. Und insbesondere diejenigen, die strugglen. Aber leider gibt es auf dem Server fast selten wirklich Leute, die wirklich strugglen und die ihren Chars auch wirklich existenzielle Probleme andichten, weil wer will das auch spielen. Und dementsprechend fällt diese Gruppe für mich schon mal weg. Ich muss also alles nehmen, was ich kriegen kann. Absolut alles. Und übrigens auch ganz abgesehen davon, außerhalb der Bubbles zu agieren, ist geil. Einfach Leute ansprechen, einfach annehmen, was das RP zu bieten hat, einfach mal abtasten, weil wir sind einfach weniger Leute, als es auf der Welt IC-logisch gibt. Dementsprechend ist die Auswahl auch recht begrenzt. Also unbedingt. Alles und jeden ist auch ein grundsätzliches Credo, was ich da mitgeben würde. Aber das ist vielleicht auch eine sehr spezielle Perspektive, weil ich habe immer Charakter gehabt, die im Mittelpunkt der Öffentlichkeit stehen. Ich hatte mit Atticus, mit Albert hatte ich einen Künstler, der hat immer seine Leute sich zusammengesucht, seine Klienten und so. Ich hatte mit Atticus einen Redakteur, der hat für eine Zeitung gearbeitet, unter anderem, und hat viel geredet und so, und Alistair, offensichtlich als Priester, muss auch alle Leute annehmen, die er kriegt. Dann die Fackel einmal wieder hochgeben. Ich habe die Frage vergessen. Sehr schön. Ach so, wegen Bubbles, jetzt habe ich es wieder. Genau. und zwar, ich muss sagen, ich habe eben aufgrund des OCs-Problems wegen der Schüchternheit, bin ich lieber in Bubbles unterwegs, aber durch Jafir bin ich massiv gezwungen, aus diesen Bubbles rauszukommen und jeden anzulabern, und das tue ich eigentlich in der Regel auch. Oder versuch's zumindest am besten. Aber mit Maxi, kommen halt die Leute auf mich selber zu. Ich gehe jetzt nicht auf die Leute zu extra. Außer die sagen irgendwas Abfälliges oder halt irgendwas, was meinen Channel triggern würde. Dann spiele ich's an. Weil ich finde es wichtig, alles anzuspielen, was dir vorgeworfen wird. Mhm. Weil es einfach halt massiv RP bringt. Und ja, wie gesagt, ich bin sehr gerne Bubbles unterwegs, aber es ist schöner und RP-treibender, wenn du dich auch rausbewegst. Denkt ihr das? Ja. Gerade ganz kurz, weil es hier im Twitch, weil es hier im Stream stand, die böse Backwater-Bubble. Nee, darum geht's gar nicht. Es ist überhaupt nicht schlimm, wenn man Bubbles bildet. Überhaupt nicht. Also null. Ja. Und auch wenn man in seiner Komfortzone bleiben will, ist das vollkommen legitim. Das ist gar kein Problem. Das ist halt nur etwas, was meine Chance persönlich vor Hindernisse stellt. Das sind persönliche Präferenzen, die man da ausspielt. Genau. Es ist kein schlechtes RP, weil es in der Bubble stattfindet. Ganz im Gegenteil. Es ist sogar eine realistische Abbildung, wenn Leute innerhalb ihrer Stadt bleiben und nicht alles bespielen. Das ist richtig, also im Grunde ist es sogar richtig gut, wenn sie innerhalb ihrer Stadt eine lebendige Gesellschaft gründen. Das ist überhaupt nicht das Problem. Das mit dem Kreis vor dem Blackwater Saloon war auch nur ein Beispiel dafür, dass Kreis-RP, also ganz auf mechanischer Ebene, einfach blöd ist. Fun Fact dazu, zu dem Beispiel. Ich hatte es gestern Abend gehabt. Ich bin seitlich zu dem Saloon gekommen. Der hat ja eine Seitentür. Ich habe durchs Fenster zwar gesehen, so, ja, okay, die stehen da im Kreis vor dem Saloon, aber ich bin einfach reingegangen, habe es gespielt. Ich habe es nicht gesehen und stand vorm Tresen, habe Reichweite erhöht und gefragt, ob überhaupt jemand da ist, weil alle draußen waren. Ausnahmslos, ne? Dann kam dann auch jemand rein, hat gesagt, ja, wir stehen hier, komm doch mit nach draußen. Gut, wurdest du halt dann da reingezogen. Ne? Man wird ja auch dann drin nur kurz bedient und dann gehen die Bedienungen ja auch wieder raus. Ja. Das ist ein Teufelskreis. Ja. Haha. Gut. Dann die Frage, ja, tiefgehende und langgehende Stränge. Ich glaube, dass die Frage haben wir jetzt im Laufe des Podcasts schon quasi beantwortet für euch beide. Aber ihr könnt da gerne jetzt gerade auch noch mal drauf eingehen. Ladies first wieder. Also alle meine Char-Stories sind massiv tiefgehend, vor allem mit Jafir. Das ist
ist halt die tiefgehendste vom Verrücktsein bis zum wieder normalen und dann wieder abrutschen in dieses brutal satanistische Glaubensgrundsätze eben. Genauso wie bei Maxi, die eigentlich als Kopfgeldjäger in den Staat kam und dann ins Crime irgendwann eingestiegen ist, weil sie gemerkt hat, ihr Auftraggeber ist ein Arschloch, Mr. Grimes, den wir damals auch ausgeliefert haben. Da haben wir damals Informationen rausgeschummelt, dass der gehängt wurde. Also sind wir eigentlich nicht ganz unschuldig damals, dass er gestorben ist. Also das ist schon sehr massiv und das hat einfach so zusammengeschweißt, dass ich damals mit Ohm und mit diese ganze Ennisburg-Bubble mit reinkam. Und jetzt momentan ist ja eh diese ganze Riesenfamilie da. Also ich habe mit jedem Char einen richtig tiefgehenden Strang. Der ist auch gut. Kann mich da aber keinen beschweren, keiner meiner Chars. Ja. Ja. Also in meinem Fall, ich lasse sehr viel Potenzial auf der Straße liegen. Leider. Also mir wird immer wieder RP auf dem Silbertablett serviert. Und entweder, weil ich keinen richtigen Termin finde, weil meine RP-Zeiten extrem begrenzt sind auf abends und wenn, dann überhaupt nicht mal alle Tage der Woche, nicht mal annähernd eigentlich, kriege ich es einfach nicht organisiert, dieses RP dynamisch weiterzuführen. Dementsprechend bleiben bei mir viele lange Stränge, die welche werden könnten und die mir wirklich, also auf dem Silbertablett serviert werden von anderen Spielern, immer wieder liegen. Das ist außerordentlich frustrierend. Und leider muss ich zugeben, dass dementsprechend lange Stränge, bei mir aktuell leider die Ausnahme sind. Mhm. So. Abgesehen von der Kultistensache, right? Also das wird ja ein Riesending. Aber ich zieh dich da auch mit rein, ich power dich da rein, sag ich dir. Das ist danke. So. Ich will, dass du was dabei hast. Das hat Ark ja auch gemacht damals. Der hat ja auch mich richtig mitgenommen bei der Sache, als die Leichen alle gefunden wurden und so, weil der weiß auch, dass ich das brauche, weil ich komme nicht in die Pötte, ganz ehrlich. Das ist echt ein Problem. Bring dich da rein. Du musst mit dabei sein als Puffel. Ja, ja. Das ist einfach wichtig, dass du da als Gegenspieler agierst und nicht nur die Lore. Ich weiß es sehr zu schätzen. Also wenn man Gegenspieler hat, die auch noch einen so mit reinziehen, das ist für mich der Segen. Ich finde es immer so toll, meine Plakate, die ich da schreibe. Ich bin ja OOC Christ, deswegen weiß ich genau, wo ich reinstechen muss, worauf man nicht wirklich eine richtige Antwort findet. Und ich finde es so schön, dich damit zu nerven, dass du dich wirklich damit auseinandersetzen musst. Du zwingst mich in theologische Abgründe damit. Das ist echt enorm. Also, das macht mir so viel Spaß, diese Plakate zu schreiben. Nicht damit zu nerven. Ja. Aber das ist doch das Tolle an RP, wenn man da so ein paar Gegensätze hat, dass man sich da so ein bisschen so die Bälle zuspielen kann und natürlich dann auch immer das Kontra da drauf bekommt. Das macht das Ganze man hat schön halt spicy. Auch, dieses mit den Plakaten ist auch so geil, weil man hat auch wirklich dann immer Anhaltspunkte, an denen man diese ganzen Fragen, die man sowieso jeden Tag kriegt, nicht nur von den Satanisten, einfach mal abarbeiten kann, ja. Ist einfach aber echt schade, wenn man dann hört, dass die Leute das nicht verstehen oder dass der Pfarrer zwar vor sich hin labert, aber man das irgendwie nicht versteht oder so. Das frustriert mich auch ein bisschen. Weil das hat wirklich, also ich kann es euch versprechen, das ist fundiert halbwegs. Also es ist wirklich recherchiert und auch argumentativ aufgebaut. Ich hoffe jedenfalls, dass manche das nachvollziehen können. Ich muss dir sagen, also so, ich habe das, ich kenne mich ja damit aus, deswegen verstehe ich das, aber ich verstehe, wenn es Leute nicht verstehen, weil du bist das so kompliziert, gehst du manchmal in Dinge rein, dass man, wenn man nichts davon weiß, so wirklich OOC, man das nicht checkt, was du da von einem willst. Das ist wirklich das Problem. Das ist echt eine Schande. Wenn man wirklich davon Wissen hat, ist super geil. Weil ich kann ja nicht von vorne anfangen in der Predigt. Ja, da geht man davon aus, dass da Christen sind. Das ist echt ein Problem, stimmt. Ja. Das ist wirklich schade. Ich versuche schon, nichts vorauszusetzen, aber das scheint wenn wir wieder drin sitzen, zu sechs und schauen dich an und denkst dir doch auch jedes Mal, wenn wir da drin hocken, so die eine Seite Juden, die eine Satanisten und du stehst in der Mitte, denkst so schwierig. Interessant. Oder auch Bong, der dann anfängt, in der Kirche seinen Schnaps aufzumachen und sich erstmal einen wegzusaufen. Ja, ja. Ist dir das aufgefallen? Nee, ich glaube, ich habe das im Moment gesehen. Das ist super. Der kommt auch mit der Fluppe reingelaufen, das ist schon... Ja, ist immer fantastisch. Auch wenn die Leute kritische Rückfragen stellen, ist das sehr gut. Ich mag das sehr in der Predigt. Also nicht, wenn sie kritisch sind, nicht unbedingt. Ja, das ist natürlich für damals auch unüblich eigentlich, aber ich mag es vor allem, wenn Rückfragen gestellt werden. Sehr cool.
Ich habe jetzt gerade festgestellt, dass ich die eine Frage doppelt drin stehen hatte mit dem, wie man rausfindet, was man spielen möchte. Deswegen überspringe ich die jetzt mal, weil wir das vorhin schon hatten, und gehen direkt weiter rüber zu Grind vs. RP. Womit identifizierst du dich mehr? Da möchte ich gerne mit Maxi anfangen, weil du beides gerade krass hast. Also mit Maxi und Mine. Ja. Das eine und mit Jafia komplett das Gegenteil. Also, das stimmt. Jafia ist kein Grindcher, in keinster Weise. Sie macht das, worauf sie Bock hat, aber sie ist ein reiner RPcher. Sie versteht nichts von Geld, sie versteht nicht von zu vielen Dingen, hat sie keinen Plan. Aber sie versucht gezielt Leute anzusprechen und zu sagen, hey, du glaubst an nichts, ja, dann komm doch zu uns. Ne? Das Problem ist nur immer so, dass die Leute sich halt, wie wir das schon öfter jetzt hatten, sich die Leute nicht trauen, Risiken einzugehen und ihren Char in dem Sinne auch irgendwo das Problem auszusetzen, dass sie in Konflikte geraten können. Das ist halt oft das Problem. Und mit Maxi, das ist ja anfangs ein reinster Grind-Char gewesen, ein bisschen AP nebenbei, mit Grimes-Geschichte und Urm-Geschichte und das Ganze. Mittlerweile bin ich auch mit Maxi auf einem gesunden Weg. Sie ist so ab, sie macht halt ziemlich viel noch Grind, aber so, wenn sobald jemand mit dabei ist, oben oder so, dann ist das nur ein reiner RP-Char. Aber wie gesagt, Hexe ist nur RP. Von vorne bis nach hinten. Die ist auch dafür, habe ich sie extra erstellt, dass sie irgendwann mal stirbt. Weil ich will mit der die Risiken eingehen. Mit Maxi traue ich mich immer nicht. Das ist immer so mein Problem. Aber die Hexe, die geht auf alles ein, was du ihr gibst. Auch wenn zum Beispiel ein Sheriff auf die zukommen würde und sagen würde, ja, ich habe da was gesehen, kann es sein, dass du ein Satanist bist? Die würde niemals sagen, ja, aber die würde auch niemals sagen, nein. Sie sagt einfach beispielsweise eine Antwort, dass sie an gewisse Dinge glaubt und halt Grundsätze hat, die sie so vertritt, aber nicht versteht. Zum Beispiel auch Earl kam auf sie zu und meinte so, ja, du schreibst doch immer in dein Buch rein, kannst du nicht uns mal eine Geschichte von dir geben? Und schwierig, was ich da jetzt geben soll, weil dieses Buch, was ich ja für IC die ganze Zeit schreibt, ist halt die im Grunde die satanische Bibel auf irgendeine Weise. Ich habe es jetzt mal umfunktioniert, das ist halt, weil wir hatten ja das Problem eben, dass das Jahr 1900 die Bibel, die rauskam. Deswegen habe ich das zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts war das, glaube ich, in den 60ern oder so. Das war irgend so ein total egozentrischer Fuzzi, der diesen Glauben erfunden hat, ja, und aus seinen philosophischen Plärrereien eine Bibel gebaut hat, einfach als Gegenentwurf zur Kirche, die übrigens sehr, sehr viele gute Inhalte hat. Also, wenn ihr schreibt gerade Crawley. Lest lieber das. Ja. Ich habe die komplett durchgelesen. Alistair Crawley hieß der. Ah, der hieß Alistair. Deswegen hatte ich doch diese Initialen damals in den Grabstein bei Symphony reingeschrieben. Ach, stimmt. Symphony. Da hatte ich doch Alistair AC geschrieben. Und ja, da haben sie gedacht, ich meine dich in den Grabstein. Ja. Nee, das war ich denn jetzt. Ich habe alles vergessen. Du schreibst IC, die satanistische Bibel, neu. Genau, und dann ist es halt schwierig. Dann habe ich mir gedacht, so, dann schreibe ich halt irgendwie die Geschichte ein bisschen um. Und gibt die ihm einfach und dann wissen die gar nicht, was die an diesem Leseabend eigentlich lesen. Also ich pflanze es denen direkt da ein. Ich muss zugeben, mich persönlich stört das null, dass es den in Real Life erst später gegeben hat, den Glauben, weil das ist genau so eine kultistische Vereinigung, wie sie damals auch hätte entstehen können, ganz unabhängig davon. Ja. Ob die jetzt den Text verwenden oder nicht, den es erst im 20. Jahrhundert gab, ist für mich egal. Es geht darum, es ist ein Gegenentwurf zur Kirche und damit ein unglaublich potenter Gegenspieler. Es ist super. Ja, und es ist, ich glaube, RP-treibend auf jeden Fall das Ganze. Ja, unbedingt. Und vor allem jetzt geht es auf Halloween zu, in die Oktoberzeit, da habe ich ja vor, sowieso richtig massiv Stress aufzubauen mit der Kirche, weil du bist mir total eine Dorn im Auge. Ja, aber das ist ein Problem. Mach das gerne. Ja, Oktober wird jetzt echt bei mir sehr dünn. Gut wäre halt wegen dem Stein, ne? Das ist das, was wirklich. Der kommt sowieso noch, also versprochen. Ja, ich spiele das zu Ende, trust me. Der wird nicht, dieses Schwert, was wir dann rausholen, das wird. Nein. Ich fürchte auch nicht vor euch, das wird wirklich andere Gründe. Nee, ich weiß schon, das ist das Problem halt, ne, was du so Urzebing hast. Das ist ja auch okay, da kannst du ja nicht viel dafür.
Geht vorüber. Eben. Und dann mal sehen, was kommt. Unbedingt. Ist ja auch so geil, ne? Ihr werft mir immer so viele Bälle in den Hof einfach. Das ist Hammer. Du bist so, wir zwingen dich ins RP mit rein. Das war wieder arg. Ja, ja. Ich hab arg so. Kirche einfach das Bällebad. Und am Schluss wird so reingepowert. Das sollte reinkommen. Ja. Das ist mir egal, auf Fliegen und Brechen kommt jetzt zu uns rein. Ich werfe auch nichts zurück manchmal. Ja, sehr schön. Ja, wie sieht's dann bei dir aus, Tiny? RP versus RP? Ja, ich habe noch nie gegrindet im RP. Das war nie mein Anspruch. Ja. Das habe ich auch nie gebraucht, weil ich habe immer Chars gespielt, die materiell überhaupt nichts zu beweisen hatten. Mein Künstler ist ein Künstler gewesen. Atticus hatte ein Gehalt durch die Zeitung relativ früh. Ich brauche ausschließlich Geld, um zu überleben. Nicht mehr und nicht weniger. Ich habe das. Es liegt aber auch am Char. Also ich war noch nie irgendwie included oder irgendwie eingebunden in so einen Wirtschaftskreislauf. Also habe ich auch nie eine Ahnung, wo welche Items herkommen und wie das da läuft und so. Und wenn die Leute OOC reden über irgendwelche Preise von irgendwelchen Ressourcen, die erhoben wurden, da kann ich niemals mitreden, weil ich war da noch nie beteiligt. Ich habe immer dafür gesorgt, dass ich habe immer mein RP verkauft, IC. Ob es jetzt durch die Kunstwerke waren, die habe ich auch wirklich gemacht, OOC, in Photoshop. Oder ob es jetzt die Predigten sind, wo ein paar Spenden reinkommen. Ich hab auch gar keine Zeit für einen Grind, OC. Ich habe eigentlich keine Zeit, irgendwie Geld zu sammeln und diese Aufgaben zu machen, weil mein RP muss sich konzentrieren auf die Reden, die ich halte und so, weil sonst kriege ich es zeitlich einfach nicht gebacken. Mhm. Ich hatte enormes Glück, dass Schlossberg mir am Anfang so einen super Kredit also nicht kein Kredit, sondern der hat quasi, wir haben IC ein Spendenkonto, wo die NPCs drauf spenden und Schlossberg hat mir da eine schöne Summe draufgelassen. Es waren gerade mal $50 am Anfang, die mich durchgefüttert haben am Anfang, damit ich Fuß fassen konnte. Das war richtig gut. Also da zehre ich eigentlich heute noch von. Ich gebe ausschließlich Geld aus, um meinen Char am Leben zu halten und diese lästigen Essen- und Trinkenmechaniken zu überleben. Und ansonsten brauche ich gar nichts. IC, ich müsste mal mein Pferd mal wieder ein bisschen reinigen lassen, aber sonst steht bei mir immer das Verkaufen von Roleplay auch an erster Stelle. Mhm. Und ich weiß, by the way, auch, dass es nicht für alle so ist, weil manche einfach das Geld brauchen, die Items brauchen. Und dafür ist der Wirtschaftskreislauf ja auch da. Das ist ja die Foundation. Ich bin relativ privilegiert, dass meine Chars, oder ehrlich gesagt, wird das auch geplant, dass meine Chars das so machen. Damit ich das ein bisschen präziser einsetzen kann und nicht gezwungen bin, am Kreislauf teilzunehmen. Also muss ich auch sagen, das macht es auch spaßiger, wenn man durch sein RP-Können Geld generieren kann. Also mit meinem jetzigen Chart zum Beispiel mache ich ja auch nur RP-Jobs so irgendwie. Ich bringe die Leute von hier nach da und das war's. Ja, das ist klar, ich habe anfangs ein bisschen rumgebettelt, ein bisschen Schuhe geputzt und ach, was weiß ich. Über Zufall ist man dann zu einer Kutsche gekommen und ja, ich habe halt so viel Geld mit dem Char gemacht, weil mir das alles so in den Arsch geschoben wurde. Habe ich mir jetzt dann da diesen Vierspanner gekauft, habe gesagt, okay, weil der mitgekriegt hat von der Heartland Stage Line, okay, du bist ein schneller Kutschenfahrer, du bist dann da angestellt, ne? Es gibt diese Heartland Stage Line nicht. Das gibt's nicht. Ich habe mir das einfach ausgedacht, dass ich da dann bei dem Typen angefangen habe und fertig, ne? Ja. By the way, das ist ein super geiler Aufhänger. Greift RP aus der Luft. Denkt euch, ich finde, es gehört zum RP dazu, dass man der Welt auch was andichten kann. Dann gibt es dieses Stagecoach-Unternehmen halt schon längst in Saint-Denis. Und dann arbeitet man dafür. Dann gibt es diesen Glasbläser, der bei uns in der Kirche die Kunstglasdinger gemacht hat in Saint-Denis schon. Dann existiert der ab da. Dann hat er einen Namen und dann könnt ihr das bespielen. Unbedingt. Denkt euch ruhig Dinge aus, die ihr nicht sehen könnt. So, Entschuldigung. Ja, man kann NPCs auf jeden Fall auch mit einbeziehen. Ich meine, du hast Rhodes sozusagen belebt durch die kuchenbackende, keine Ahnung, wie die heißt. Ich bin enttäuscht von dir. Die macht die besten Kirschtaschen der Welt. Ja. Hiking. Unsere Rhodes. Ja, du, mit Harry kann ich nicht lesen. Ich weiß nicht, was da vor der Tür steht. Keine Ahnung. Ja, du riechst doch wohl den Geruch. Ja, aber doch, stimmt. Das rieche ich. Gut. Mit Blick auf die Uhr, so Viertelstunde, 20 Minuten haben wir noch. Wir haben aber noch ein paar Fragen. Dann hau mal raus. Genau, wir hauen jetzt raus. Wir hauen jetzt richtig raus.
Habt ihr den Eindruck, dass zu viel OC über IC-Sachen gesprochen wird und es so zu weniger Lust am RP und auch dieser Missmütigkeit Madness kommt? Tiny? Also das mit der Missmut habe ich nicht mit dem Missmut habe ich nicht verstanden. Inwiefern? Bei wem? Unter der Spielerschaft. Dass also, die Spieler untereinander sprechen, Gossip entsteht. Ich hatte es ja vorhin schon gesagt, dass ich finde, dass OOC zu viel gesprochen wird, aber aus anderen Gründen, weil dann die Grenze zwischen Charakter und Person so verschwimmt, dass die OOC-Interaktionen zur IC-Community-Interaktion werden und dann wird's komisch, weil dann kommen auch Gedanken auf OOC, die IC direkt verwendet werden, auch unterbewusst, so, keine Ahnung, wenn jemand im Bürgerchat schreibt, so, ja, das war voll lustig, so, weißt du, als ein Char, der unbeteiligt war, oder der quasi IC das nicht mochte, dann wird die Person eher dazu ermutigt, das nochmal zu machen und so weiter und so fort. Also die denkt dann nicht mehr IC, sondern OOC. Deshalb finde ich OOC-Kommunikation schwierig im Bürgerchat und ich scroll immer weiter, wenn da hieß, ja, das war wieder voll lustig und dann schaukeln sich die Leute auch immer gegenseitig so auf, ne, und sagen dann, ja, das und das und das und das und dann geht es immer so weiter in den Replies, wo dann die ganze Situation nochmal zerlegt wird. Es ist nicht super schädlich, aber es ist unterschwellig schon ein Problem, finde ich. Also ja, aber Missmut bei mir persönlich dadurch weniger. Ich spiele die Leute so an, wie ich sie anspielen würde und Feierabend. Ich halte mich da auch raus. Also ich sehr selten. Mir stößt auch immer ein bisschen auf, wenn dann Leute plötzlich irgendwie Scherze über den Priester machen und so OOC, weil ich da OOC nicht darauf antworten möchte. Der Char ist so weit weg. Der ist nur im RP da für mich. Das ist auch tatsächlich eine gesunde Einstellung. Deswegen, ich bin da auch rausgegangen aus all dem möglichen Kram, den es zur OOC gibt, um möglichst wenig noch mitzubekommen, um mich IC überraschen zu lassen. Aber wie siehst du das, Rai? Ich habe dazu nicht wirklich eine Meinung, mir ist es eigentlich egal, muss ich so sagen, wie es ist. Ja, das ist auch okay. Ich denke, eine gesunde Egalität. Gibt es das Wort? Ich weiß es nicht. Ja, ich glaube schon. Im Deutschen gibt es das alles. Ich glaub, also Gleichheit. Gleichgültigkeit, sagen wir es mal ja, so. Genau. Das ist auf jeden Fall nicht verkehrt. Weil der negative Effekt, wenn er da ist, ist ja, wenn auch unterschwellig. Also ja. Das ist jetzt nicht, das zerreißt jetzt nicht das Ganze, den ganzen Server, weil die Leute das machen. Das ist ja auch Teil ihrer OOC-Kommunikation. Ja. Ich denke, das Einzige, was da schlimm, also das heißt, das Einzige, es gibt bestimmt noch andere Dinge, aber der schlimmste Punkt an dem OC-Gelaber oder Geschreibe oder Geteile, wie auch immer, ist dann der mögliche Meta-Vorwurf, dass da unbewusst bewusst Meta gemacht werden kann. Ich würde niemandem vorwerfen, dass er bewusst metert, aber jeder metert unterbewusst, absolut jeder. Das kann mir keiner erzählen. Also ich selbst natürlich auch, alle tun das. Also gerade so unwichtigen Scheiß, den man mal irgendwo aufgeschnappt hat, den dann irgendwo mal loszulassen. Keine Ahnung. Ah, hast du gestern wieder 3 Stunden gewartet? Oder sowas? Na, Gar nicht so direkt, sondern vor allem auch, wenn man OOC was rausfindet, dann beeinflusst das IC deine Entscheidungsreihenfolge. Ja, das du auch. Weißt, dass da irgendwas ist. Das plakativste Beispiel ist, du erfährst irgendeine Information. Du magst sie noch nicht direkt verwenden, aber unterbewusst bist du darauf angesetzt und du suchst Gelegenheiten, IC quasi an die Information zu kommen, damit du sie nutzen kannst. So, da fängt Meta, das ist schon ein relativ deutliches Beispiel für Meta, da fängt es an und es geht noch ein paar Ebenen weiter hoch. Also wenn ich jetzt unterbewusst beeinflusst. Wenn ich jetzt zum Beispiel einen Christen spielen würde, also einen exzessiv christlichen Char, dann wäre das auch interessant, weil ich weiß zum Beispiel gar nicht, wer in dieser satanischen Sekte alles drin ist. Ich weiß jetzt nur, gerade aus diesem Gespräch, wer da mit drin ist. Also ich zumindest, weiß, dass da 2 drin sind. So. Ich habe ansonsten nicht gar nichts mitgekriegt. Und ich versuche es gerade auch nicht rauszufinden, obwohl ich es IC weiß. Da muss man sich wirklich blocken. Ja, man darf nicht plötzlich suspicious werden, aus Gründen, die aus OOC kommen. Auch das, ne? Wenn ich mit Jafia IC rede, ist die für mich immer noch das bekehrte Mädchen. Ja. Und Abstracto, beziehungsweise Arc, ist immer noch der engagierte Satanistenfeind. So, und dann sollte man sich auch bremsen, IC nicht zu versuchen, es rauszufinden, sondern einfach kommen lassen. Sonst wäre das schnell vorbei.
Weil jeder kann sich irgendwas herkonstruieren, womit man dann an die Informationen kommt, die man braucht. Und dann ist es nicht mehr Meta. Ja. Ja, richtig. So, wie sehen eure Präferenzen aus? Hardcore, Midcore, Softcore, RP? Und wo liegen da so die Feinheiten dazwischen? Ja, magst du zuerst, Tiny? Oder Rall? Du fängst gerade an. Ja, perfekt. Danke. Das wird Tiny anfangs. War gar nicht unangenehm oder so. Nein. Ich komme ja, wie gesagt, vom Softcore-Server. Es ist vergleichbar mit GTA. Und war richtig kacke, ist mir jetzt nicht gefallen. Midcore finde ich ja nicht ganz okay. Es ist ein entspanntes Spielstil, aber er kann auch schon ziemlich hart sein in manchen Dingen und ziemlich wie heißt das? Ich weiß es nicht. Egal. Und ich würde aber sehr gerne auch mal Hardcore spielen, einfach weil man dadurch noch mehr das RP lernt. Und ich würdest du sagen, dass TBH nicht Hardcore ist? Wo ist da deine Grenze? Ich finde Hardcore, nein, ich finde es nicht Hardcore, weil es gibt immer noch Leute, die in den Saloon gehen, um übers Ficken zu sprechen. Also natürlich, es ist auf der IC-Logik-Ebene, auf der Authentizitätsebene. Ja, eben. Also ich finde nicht, dass das Hardcore ist. Ich finde, TBH ist ein Midcore-Server, der auf dem Weg ist, Hardcore zu werden. Vor allem mit den ganzen neuen Spielen, die jetzt dazukommen. Aber es ist noch nicht Hardcore. Ja. Ich finde, die Gespräche teilweise sind immer noch ziemlich nicht wirklich detailgetreu, wie damals, wie sie hätten sein sollen. Es sind einfach nur so ganz normale, man kennt sich, man spricht ab und zu OEC und ist sehr gut befreundet und dann spricht man noch IC so, als wenn man... Ja, ja. Ne, du verstehst, was ich meine. Das ja, ist ja halt das stimmt. Nein. Ja. Aber du hast ja trotzdem, wenn dich jemand IC beleidigt hat, egal ob das dein Freund oder Feind war, hast du das trotzdem nicht cool gefunden. In dem Jahr. Mhm. Weil es ja wichtig ist, was andere von dir denken. Das war ja damals allein schon, wie sich dein Nachbar verhält, war ja schon allein wichtig. Und dann ist das schon irgendwie schwierig, sowas. Finde ich. Deswegen finde ich immer noch, dass es Midcore ist. Deine Präferenz war jetzt Hardcore, weil du gerne da lernen möchtest. Also man lernt auch hier gut, wenn man Spieler hat, die wirklich gutes RP machen. Das heißt, aber ich glaube, auf dem Hardcore-Server wäre es noch viel schneller. Das heißt, du hast hier eine Mischung irgendwo auf dem Projekt The Western Hills zwischen, es gibt ein paar Hardcore-Spieler und es gibt halt ein paar, also du hast da quasi so eine gaussische Glockenkurve, wo du anfangs ein paar hast, die richtig Hardcore sind, dann hast du so einen großen Bogen und dann hast du ein paar, die Midcore sind. Ja, oder ich habe auch schon alle gekannt, die sind auch so ein bisschen auf dem Weg runterwärts, ja. Aber du, das bleibt halt nicht aus. Ja. Bei der Masse an Spielern. Ja, schon. Tiny? Ich finde die Kategorisierung in Hardcore, Midcore und Softcore super schwierig, weil sich niemand einig ist, was das überhaupt heißt. Ja. Ich würde Hardcore so definieren, deshalb finde ich diese Aspekte von historischer Akkuratesse und wie diese Society damals war, nicht so einschlägig, unbedingt immer. Für mich ist Hardcore dann Hardcore, wenn jeder einen Charakter hat und nicht nur sich selbst spielt und diesen Charakter so spielt, als wäre er eine echte Person in einer echten Welt. Also auf dieser Ebene findet die Abgrenzung zu Hardcore und Softcore statt. Also die Nachvollziehbarkeit und die Immersion. So, aber die Welt, die ist natürlich formbar. Und es kann immer noch Hardcore sein, meiner Meinung nach, wenn diese Welt etwas anders aussieht als jetzt zum Beispiel das exakte 1899 USA, weil niemand von uns bildet das exakte 1899 USA ab. Absolut keine Sau. Meine Freikirche mag vielleicht angelehnt sein an Baptisten und die anderen Freikirchen, die es so gab, aber auch die ist vollkommen hochstilisiert. Die Liturgie, die ich da führe und die Reihenfolge und die Rituale und so, die sind vollkommen erfunden. Und die Satanisten, wie gesagt, gab es damals auch nicht. Alleine das wäre schon nach der Definition nach kein Hardcore mehr, weil es das einfach unrealistisch ist für damals. Vermeintlich, ja, historisch gesehen. Dementsprechend finde ich, es kann trotzdem Hardcore sein, wenn die Dinge auseinanderfallen und wenn vielleicht auch anders gesprochen wird. Die Sache ist halt nur,
im Zentrum für mich steht bei dieser Definition, wenn man sie unbedingt definieren will, Immersion und Charaktertreue. Dementsprechend ein entsprechend dynamisches Zusammenspiel und dann kann es auch Hardcore sein. Weil es kann auch Hardcore in einem Sci-Fi-Setting geben, you know? Oder in einem anderen Setting, was irgendwie nicht historisch bedingt ist. Dementsprechend, wenn jeder seinen Charakter so spielt, als wäre es eine echte Person und die Welt um sich herum wahrnimmt wie eine echte Welt und damit zur Immersion beiträgt, ist es Hardcore. Aber da das niemals der Fall ist, außer du machst es mit Leuten, die du wirklich gut kennst, ausschließlich, wodurch kein RP zustande kommt, weil ihr zu wenige seid, ist es schon der Definition gemäß schon kein Hardcore mehr, weil es dann mindestens einen gibt, der nur in den Grind reingeht und die Leute ignoriert, während der Gold wäscht. Dementsprechend, die Kategorisierung finde ich absolut hohl. Also nicht hohl im Sinne von doof, sondern hohl im Sinne von wahrhaftig hohl. Die hat keinen Inhalt. Kein Inhalt, ja. Ob man jetzt Hardcore oder Softcore sagt, sondern der Anspruch sollte Hardcore sein und viele Spieler oder alle guten Spieler, die ich kenne, haben diesen Anspruch. Insbesondere auch zum Beispiel, ich will jetzt Name-Dropping machen im positiven Sinne, also die ganzen Spieler, die ich kenne, selbst Abstracto, was heißt selbst, also weil er so einen für 1890 abseitigen Char spielt, betreibt im größten Sinne Hardcore-RP, einfach wegen seiner inneren Einstellung, das so getreu wie möglich zu machen. Abstracto, Godi, Dani, alle, die man so kennt, die versuchen das möglichst charaktertreu und konsequent zu machen. Und da fängt Hardcore halt schon an. Ich glaube, da kann man dein Beispiel von anfangs noch mal nehmen, dass man sich gemeinsam findet und einen Vertrag unterschreibt. Und dieser Vertrag ist halt das Setting, was du hast. Und du unterschreibst mit deinem Char, dass du mit diesem Char in diesem Setting spielst. Und das ist dann Hardcore, weil dein Char so ist, wie er ist, in diesem Setting, wie es ist. Genau, in dem Setting, wie es ist. Und dieses Setting ist halt, keiner hat die gleichen AGB in diesem Vertrag, sondern manche haben auch verschiedene quasi Ideen davon. Beispielsweise jetzt bei der Darstellung der Uhrzeiten zum Beispiel auch und so. Ja, da fängt es ja schon an. Aber das heißt nicht, dass es nicht Hardcore ist. Hardcore kann es auch sein, finde ich. Ja. Die andere Variante wäre zu sagen, Hardcore ist überhaupt nicht erreichbar, weil die Menschen fehlbar sind. Wir sind unvollkommen vor dem Herrn. So. Ja. Gut, ich glaube, ich muss mal wieder los in die Kirche. Ja. Also jeder sollte versuchen, so Hardcore wie möglich zu spielen. Das kann er auch. Und dann ist das RP, wenn auch in der kleinen Bubble, mit seinen Leuten, die man so kennt und mit den RP-Partnern, die man hat, ist das Hardcore. Scheißegal, was der Rest des Servers macht. Ja, ich denke, wenn man sich so ein bisschen reinfuchs, also ich habe mich nicht exzessiv mit dieser Zeit beschäftigt, mit 1899, das habe ich halt nicht. Ich versuche halt, möglichst wenig von jetzt irgendwie mitzunehmen und einfach meinen Char zu spielen. Und zu diesem Char, da beschäftige ich mich mit dieser Zeit. Das mache ich, aber nicht im Allgemeinen. Ganz RDR hat auch keinen historischen Akkuratesseanspruch. Es ist vielleicht authentisch in großen Teilen und wurde viel Recherche reingesteckt, aber es ist ein stilisiertes Spiel. Es ist einfach stilisiert. Es ist weniger eine Dokumentation als ein Western-Film. Und in einem Film werden sich Freiheiten genommen und diese Freiheiten können absolut dazugehören und es ist immer noch Hardcore. So ist es. Amen. Würde ich sagen. So, kommen wir zur letzten Frage. Wir sind ja kurz vor sechs hier schon. Was hältst du von der Aussage, dass in jedem Charakter eigene OEC-Charakterzüge stecken? Beispiel, spielst du dich selber oder spielst du jemand anders? Das hast du ja eben schon mal gut formuliert, dass du da deinen Char spielst, dass du irgendwo in eine Rolle schlüpfst, beziehungsweise ihr beide habt es gesagt. Ja, Tiny, möchtest du beginnen? Mit der Frage hatte ich meine Probleme, weil ich OEC sehr mit der eigenen Identität struggle. So, also ich weiß nicht genau, ich weiß kaum selber, wer ich bin. Ich weiß nicht, woran ich das festmachen soll, ob die Figur mir entspricht oder nicht. Ich kann jedenfalls sagen, die Ideale stimmen nicht überein. Die Art und Weise, wie er spricht, nur teilweise, wenn auch zufällig. Also es ist nicht mein, natürlich erstens nicht mein Anspruch, mich da selbst zu initiieren. Und ich versuche das aktiv zu vermeiden. Das ist alles, was man dazu irgendwie sagen kann. Also was ich dazu sagen kann. Ansonsten, ich recherchiere natürlich enorm OEC dafür und versuche, eine Ideale abzubilden, die ich OEC nicht trage. Ich habe, by the way, für diesen Char alleinig mich in die Bibel eingelesen. Ich hatte davor überhaupt keine Ahnung. Mhm.
Die Fackel wandert. Ich will kurz wieder überlegen, was die Frage war. Charakterzüge, OC-Charakterzüge so, ja, genau. In IC. Also es gibt sicherlich irgendwo in einem Char, den man erstellt, so Charakterzüge, die halt auch der Char hat. Aber ich würde jetzt niemals einen Char erstellen, der direkt darauf anpassen würde, auf die Charakterzüge. Also es wäre ja auch ein bisschen weird. Es wäre ja auch irgendwo schon wieder so sich selbst spielen, finde ich. Ja, das ist ja auch so. Dass es nicht vermieden werden kann, dass man mal irgendwo abrutscht. Ich meine, das ist ja okay, wenn mal sowas passiert, aber dann sollte man das nicht so ausspielen oder keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie soll ich das jetzt sagen? Das versteht halt. Also ich kann euch gerne ein Beispiel geben von mir selber. Ja. Wenn euch das weiterhilft. Also zum Beispiel mit Diggins habe ich häufig Wortwitze reingebracht, weil ich das halt OC auch gerne mache. Das ist halt eine bestimmte Charaktereigenschaft, die ich auch nicht unbedingt abstellen kann. Die bringe ich auch im Real Life so und auch im Real Life auch in unpassenden Momenten. Ich meine, wenn es halt, wie gesagt, auf den Char passt und sich dann die Charakterzüge mal überschneiden, why not? Aber ich würde jetzt keinen angepassten Char darauf erstellen, weil das ja einfach, weiß nicht, scheiße das, doch ist. Das ist halt auch doof. Ja. Oh, ich höre ihn nicht mehr. Ups. Du hörst mich nicht mehr? Ah, jetzt doch. Frech. Test, 1, 2. Ja. Achso, ja, okay. Eine Sache dazu. Redest du gerade? Ich weiß gerade nicht. Nee, du redest nicht, alles gut. Ah, okay. Nur verwirrt. Eine Sache noch. Ich denke, an der äußersten Grenze entsprechen unsere Chars immer uns selbst, und zwar da, wo wir unsere persönlichen Grenzen ziehen. Also bei Diskriminierungserfahrungen, bei Sexismus und sowas, was man OC nicht ertragen sollen, müssen sollte. So, genau. Kann man IC nicht verlangen. Ich finde, die Leute, die sich für Hardcore-Appeler halten, weil sie IC-Grenzen überschreiten und Grenzenüberschreitungen akzeptieren, weil es nun mal RP ist, haben nichts verloren im RP. Und die auch in Bezug auf historische Akkuratesse plötzlich enormen Sexismus und Rassismus zulassen, aber das haben ja die meisten deutschen Projekte sowieso nicht, sollte man im hohen Bogen rauswerfen. Solche Historik-Fanatiker und diese Leute, die daraus diese Konsequenz ziehen, raus damit. Im Übrigen, das sind absolute Kreativitätskiller. Absolut. Ja. Ja. Das nimmt jeglichen Freiraum, seine Kreativität auszuspielen, sei es jetzt in Form einer satanischen Sekte oder sonst irgendwas. Ich muss sagen, also in Filmen und Serien wird das ja häufig gemacht mit der Darstellung von Rassismus, um etwas aufzuzeigen. Das ginge im RP höchstens im kleinen Rahmen, und auch das sollte man den Spielern nicht in die Hand legen. Da kann man andere Konflikte finden, andere interessante Geschichten und eben nicht sowas. Es ist ein Spaßprojekt. Klar, manche haben Spaß an dieser historischen Akkuratie. Wie bitte? auf jeden Fall Spaß an dem akkuraten Darstellen von solchen Dingen. Aber ich denke, da sind wir alle weit von entfernt, super akkurat zu sein. Gut, es ist schon 18.01 Uhr. ihr müsst gleich los, habt ihr ja im Vorfeld schon gesagt. Wir überziehen jetzt schon wieder maßlos. Deswegen würde ich euch die Abschlussworte noch gönnen wollen. Sei es jetzt irgendwie ein Appell hier an den Chat oder an die Spielerschaft. Grüße an die Omi, wie auch immer. Falls noch Fragen im Chat sind, gerne auch stellen. Und ich übergebe euch mal die Fackel. Wer möchte anfangen? Fang gerne an. Ich habe eh nichts. Wollte ich auch gerade sagen. I don't know. Das Einzige, was man vielleicht sagen kann, für diejenigen, die das Gefühl haben, dass ihr RP nicht vorangeht, guckt nochmal, dass ihr RP gut vorangeht, guckt nochmal genauer hin, ob ihr wirklich vorankommt und ob ihr wirklich das Potenzial eures Charakters ausschöpft, und traut euch was. Geht nach vorne, spielt es an, macht ruhig Telling, denkt euch verdammt nochmal irgendwas aus. Das trägt alles zum RP bei. Ansonsten lasst euch OOC nicht viel einreden und insbesondere lasst RP RP sein und stellt immer euch selbst voran, wenn ihr das Gefühl habt, ihr könnt nicht
euch darauf einlassen, wenn ihr das Gefühl habt, gerade ist es nicht, dann ist das so. Dann ist das, als wäre ein Schauspieler krank. Im Übrigen, besinnt euch ein bisschen auf das, was wir vielleicht zum Hardcore gesagt haben. Versucht es einfach mal. Das ist geil, wenn man diesen Status erreicht von, das ist ein Charakter und hier bin ich. Das ist völlig verschieden voneinander. Macht das absolut gerne. Und ansonsten, habt Spaß. Und wenn ihr Probleme mit Leuten habt, klärt sie erstmal mit den Leuten selbst und fresst sie nicht in euch herein. Das ist absolut alles. Genug der Moralpredigt. Grüße an Jesus Christus, mein Bro im EP. Und das war's. Jetzt bin ich irgendwie raus. Jesus macht das manchmal. Ich kann nicht überlegen, Mann, das funktioniert nicht. Ja, genau, jetzt bin ich wieder da. Also, ich hätte einfach gedacht, so, riskiert mal was, kommt aus, genau, wie du gesagt hast, das Potenzial seines Chars ausschöpfen, wo es nur geht. Einfach mal was versuchen, wenn einem was hingeworfen wird von der P her und Meta is a bitch. Und ich grüße Satan, mein Bro aus dem AP. Sehr schön. Ich grüße keinen, weil ich die beiden nicht persönlich kenne. So, haben wir denn noch Fragen reingekriegt hier in der Zwischenzeit? Kann das jemand klippen? Weiß ich nicht. Kann das jemand? Bestimmt. Ich mach's im Nachgang. Es sind auf jeden Fall wieder sehr viele Sachen hier gesagt worden, die wichtig sind, die dann auch gerne geteilt werden dürfen. Ich bedanke mich erstmal bei euch beiden, dass ihr euch so viel Zeit genommen habt. Längste Geld Podcast bis dann, jetzt. Ne? Bitte? Jetzt Geld überweist du dann, ne? Mhm. Geld ist schon raus, dauert nur ein paar Tage, genau. IC will ich gern. Eine goldene Maske. Danke. Eine goldene? Goldene Maske. Fürs, goldene aber, Rolle. Aber fürs Pferd, ne? Fürs Pferd vor allem, ja. Nein, Spaß beiseite. Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Auch wenn es jetzt länger als die üblichen 2 Stunden war. Nochmal sehr schnell jemand Werbung machen. Ich habe was gebaut, ja? Bitte. Einmal kurz Werbung. Werbung? Werbung. Werbung bin ich dabei. Werbung. Mach schnell Werbung. Werbung. Werbung? Du musst Werbung machen. Ich? Einfach irgendjemand. Ja. Das ist jetzt irgendwie ein bisschen cringe. Wir starren dich jetzt an, während du etwas ja, tust. Ja, ich hab da was ganz Tolles. Das ist ein bisschen dunkel, das kann man nicht lesen. Mein Gott, du stellst dich auch wieder an. Hier, Werbung. Warum ja. Sieht man das nicht? Jetzt reicht's. Jetzt wird's nur noch cringiger. Ich muss kurz hier mein, Genau, also. Ich verstehe den Thema, Auftrag nicht. Mehr. Ich auch nicht. Werbung! Sollen wir Werbung für etwas anderes machen, um zu überspielen, dass du gerade etwas versuchst zu tun? Hier, jetzt, lese es! Werbung. Bei mir steht da Gnubref. Reicht's aber. Der Lost Count ist aber maximal am Start. Die Werbung ist im Müll. Nein, ihr könnt alle gerne mit auf unser Projekt kommen. The Western Hills, könnt euch da whitelisten lassen und bei uns spielen. Ihr könnt beim lieben tiny-jester-rp auf ich Twitch vorbeischauen. Holen, Viking. Und dort auch ein Follow da lassen. Die Predigten sind Gold wert. Und Maxi, könnt ihr Eze treffen? Nein, nie wieder. Doch. Machen jetzt Termine aus, wann und wo. Unangenehm. Genau. Aber das machen wir nächsten Samstag. Scripted Samstag ist schon vorbei. In dem Sinne, vielen Dank an euch beide, dass ihr dabei wart. Und ja, ansonsten sehen wir uns dann demnächst hoffentlich IC wieder. Ich hoffe es auch. Du bist ähnlich. Gut. Alles klar. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend, ihr beiden. Macht's gut. Tschüss. Dankeschön. Ciao. Ciao.